Was ist? Nix ist. Stream hat gerade angefangen. Hallo und herzlich willkommen an alle, die es leider nicht live sehen konnten. Zweiter Spieltag. Wir haben Morris heute mit dabei als Ersatzspieler. Hallo. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir an, oder? Jawohl. Ja, gut. Genau. Oh mein Gott. Bulli, kommst du ein kleines hoch? Einen Moment, gut. Ich muss nur gucken, dass ich mir ja, noch mal auf klarkomme, was letztes Mal alles passiert ist. Das muss ich mir alles in Ruhe erstmal angucken. User left your channel. In alle, so. Thorin, gehen wir hoch in Channel 7? Ich dachte, England wäre schon vereint. Ah ja, ist es ja auch durch Vasallen, ne? Ja. Ja, das sind alles untertan. Gut, dann muss ich mir erstmal hier gucken, wo wir standen. Ich nehme mal, wen nehmen wir denn mal mit? Wer ist noch alles hier? Wir nehmen mal die besten Buddies mit. Ja. Oh, hallo Mittelmächte. Dach. Juntach, erste Mal. So, dann muss ich mal gucken. Okay. Erstmal Festung bauen. Waffenstillstand. Mit wem haben wir hier alles Waffenstillstand? So. Polen. Ja, bis 81. Ne, 5 Jahre, ja. Salzburg, Memmingen, Ravensburg, Savoyen, Anhalt. Okay, das geht schon mal nicht. Mantua und Florenz. Kirchenstadt und Mailand. Oh. Na? Es ruckelt ein bisschen. Würde ich sagen, greif mal 81 an, oder? Ja, direkt auf Polen. Bis dahin sind meine Festungen auch fertig, die dauern zwei Jahre, genau. 78 sind sie fertig. Ja. Warum kommt kein Captain Heroes 1? Wir haben das so oft und so viel gespielt, da haben wir gerade eine Pause. Okay. Das ist natürlich viel. Hallo Mingimerz. Wie geht's? Ganz gut. Wir haben bisher nur Mist gemacht heute, ne? Nur dumme Videos geguckt. Leute? Ja? Mein Spiel buggt. Wenn ich meinen Armeen Befehle gebe, dann werden die direkt überschrieben. Und die laufen irgendwo anders hin. Was? Dann geh mal raus und nochmal rein. Okay. Kannst du kurz auf Stopp lassen, bitte? Kannst du einfach hier einen Tod schalten. Ja. Oder das? Danke. User left your channel. Tja, also der Plan sieht heute so aus, dass wir Polen erstmal angreifen. Ungarn hat seine Schulden, Dings getilgt. Was? Bau pro Monat Kavallerie, obwohl ich die nicht angefeuert habe. Monat das ist das gleiche wie bei Oreo. Geh mal raus und nochmal neu rein. Okay. Aber ich hoffe, dass nicht noch mehr Leute mit solchen Beschwerden kommen.
Also bei mir geht alles. Nein, aber hier sind pro Monat immer auf einmal 6 Stück Kavallerie aufgebaut. Du musst mal bei Gelegenheit was mit deinem Mikro machen. Du hörst dich mal so an, als würdest du blablabla, weißt du, so dein Mikrofon im Mund halten. Das übersteuert ein bisschen. Das musst du mal ein bisschen feiner einstellen. Man hört, also ich verstehe kaum die Wörter, die du sagst. Okay. Guck mal nochmal gleich, wenn das Problem mit EO4 weg ist, ob du das gelöst kriegst. Naja gut, das geht ja schon mal super los hier. Perfekt. Oreo mit seiner neuen Bambusleitung. Ja, jetzt aber. Besser? Hallo? Was denn? Ja. Dich besser anhörst? Bei mir nicht. Wie besser? Nein. Also ich kann dich ein bisschen leiser bei mir stellen, aber dann höre ich dich nicht mehr und du übersteuerst. Warte mal. Du, warte mal. Sag doch mal was. Jetzt bist du sehr leise. Na gut. Bronzekanon. Aha. Hab ich. Guck. Nein, hab ich nicht. Schade. Hallo Maxi. Es ist besser. Jetzt besser, ja. Gut, ich habe kurz die Sprachlautstärke über die TS ein bisschen leiser gemacht. Ich gehe mal kurz hoch zu Oreo und frag, ob der Fehler jetzt weg ist. Ja. User left your channel. Voll kacke, weil man nichts machen kann. Außer warten. Okay. Und wenig hast du noch? Ich kann Venedig nicht angreifen. Die haben so viele Verbündete. Die sind eine Handelsliga. Euch los. Wie was bei uns los? Hier timen ständig Leute, also hier sagen ständig Leute, dass sie Bugs haben und dann sage ich denen, die sollen neu reinkommen. Ja, Leute, was ist hier los? Alle kommen jetzt. Ja, alle kommen jetzt. Alle wollen die Nähe des Kaisers haben, ha? Geh weg. Du bist nah genug. Ja. Was ist das jetzt eigentlich? Österreich, Ungarn, Böhmen, Burgund? Ja, die Hybridversion. Das ist die Macht. Aus allen. Was ist denn dein Problem da drüben? Hm? Ich will, Timuride. Was ist denn das denn hier? Armenien? Ja, Armenien. So, so. Ja, das ist so ein komischer Vasall geworden. Willst du dir Österreich zum Feind machen, ha? Nö. Ja, dann geh lieber. Die sind im unmittelbaren Einflussgebiet des Heiligen Römischen Reiches. Die hatten Ruhe. Weiß überhaupt nicht, was ihr alle von mir wollt. Alter, dieses Kack. Ich hab euch nichts getan und alle kommen so angerannt. Ich hab... Ja, wir wollten nur Hallo mal sagen. Ja, hast du ja jetzt gemacht. Ja eben, geh weg. Mit Fremden will ich nichts zu tun haben. Ey, das ist gemein. Ja, ich weiß. Okay, es ist weg. Das ist nicht gemein, das ist Politik. So. Alter, die Krim und Serbien stellen insgesamt 20.000 Mann. Ja. Nice. Vasallen am Anfang ist ein ganz nice. Warum ist das ja nicht so? Oder du hast halt so einen Vasall, der 1000 Schulden hat, ne? Die sind weg. Oh.
Wie das denn? Mach dich noch einmal mich lustig und ich erkläre dir den Krieg. Ja, jetzt lacht er. Noch lacht er. Aber ich habe gerade Stabi und 25 Prestige geschenkt bekommen. Also, dadurch, dass ich diesen Backen habe, ich gerade 3 Darlehens aufgenommen. Nein. 3 Jahre alt, naja, gut. Ihr habt illoyale Stände. Wo ist eigentlich der Moskauer? Keine Ahnung. Der hat nicht mal Novgorod erobert. Ja, das ist halt Lilo, da einfach kein Fahrtschiff. Aber der hat jetzt Kazan ein bisschen annektiert. Hm. Hey, wo sind die Mamelucken? Ich hab's genau gesehen. Kannst du Ragusa einnehmen? Das ist eigentlich eine gute Idee. Mit wem sind die eigentlich verbündet? Handelsliga mit Siena, Sachsen-Lauenburg, Deutscher Orden und Korfu. Das ist okay, das ist kein Gegner. Das ist eine sehr gute Idee. Zu welchem Staat gehört das? Zu meinem Staat. Ja, perfekt. Das fehlt. Aber irgendwie ruckelt das Spiel bei mir ein bisschen heute. Ist das bei euch auch so? Nee. Also bei mir ruckelt das. Ich guck mal nach. Irgendwas. Woran das liegen könnte. Ich weiß nicht warum, aber heute läuft es sogar sehr gut bei mir. Nice gemacht. Komisch. User joined your channel. Hallo. 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 Da ist er doch. Buddy. Moskauer. Ja. Channel. Ich hoch. Willst du wieder dem Osman Ärger machen? Anscheinend. Ärger machen. Als ob er dazu in der Lage jetzt ist. Nein, aber kennst doch Hilo. Der muss erstmal rumpöbeln hier. Nee, ich kenn dich, Lilo. Was willst du von mir? Wie geht's, wie steht's? Ganz gut. Gleich wird Dubrovnik erobert. Wollen wir nicht mit Kazan Frieden schließen? Oder hat nur irgendwie keine Lust? Sehr interessant, sehr interessant. Doch, es ruckelt ein bisschen. Also, mir fällt zumindest auf. Also, ich habe keine Lags. Ich weiß nicht, was du hast. Der orthodoxe Glaube ist auch ganz nice. Der ist nice, ja. Was bringt eigentlich der koptische Glaube? Lässt uns verteilen. Ah, der bringt nicht wirklich viel. Was heißt, das bringt nicht viel? Das kommt halt darauf an, wie du spielst. Wenn du die Festungsverteidigung brauchst, dann ist das nice. Ja, aber als Orthodox kannst du Entwicklungskosten und so nehmen. Das ist schon besser. Ja.
Hab morgen frei wegen dem Sturm Sibylle. Das ist auch schön. Stimmt, morgen ist ja irgendwie ein Sturm. Das habe ich heute aber erst ja, aber nicht hier. Oh. Nur über dem Ruhrport. Die haben da ein bisschen Spaß mit Wind. Ich brauche Schiffe. Müssen jetzt die Rebellen aufploppen. Unrechtmäßiges Reichsterritorium, da geht schon wieder los. Immer diese Untertanen, ne? Württemberg. Gibt's Württemberg noch? Nein, da müssen wir gleich angreifen. Hallo, die Herrschaften. Hallo. Hast du den Überblick verschafft, ja? Ja, ein bisschen. Hoffe, ja. Würdest du mal hochkommen oder runter, je nachdem. Ja, kein Problem. User left your channel. User left your channel. Ach ja, belagern ist so spannend. Ich gehe mal mit anderen Leuten reden, mal gucken. Ah, war der Event. Alle sind weg, okay, ich bin halt noch da, aber gut. Hallo? Ja, hallo. Ich gehe jetzt aber auch. Ich gehe jetzt, das sind die Asiaten, das ist der Westen. Ich gehe mal hier. Hallo. Ja, ich gebe die Krim nicht freiwillig ab. Ja, na? Dann wirst du aber Stress mit dem Rest von Europa haben. Wer hat Stress mit Europa? Das soll mir die Krim freiwillig geben. Wo Schweden und Preußen mit reinzieht. Du hast nicht mal Novgorod erobert. Ja, lass das. Lass das meine Sache sein. Okay. Aber Schweden und Preußen haben ein arges Interesse daran, dass Osmanisches Reich die Krim nicht bekommt. Ja, bekommen? Er hat's ja schon. Du meinst, er nicht behalten? Ja. Du sollst ihn nicht behalten, das soll es mir geben. Ja, ist. Deswegen, wir sind ja auch bald Nachbarn, deswegen dachte ich, ich rede noch ein bisschen mit Russland und will so wissen, was der so. Ja, die ungarischen Schulden sind weg. Oh. Und die böhmischen auch. Also, dann läuft es sehr gut. Ja, geil. Ich mach Minus, warum mach ich Minus? Ich hab vorhin plus 12 gemacht. Das ist eigentlich besser, obwohl, nee, das ist besser. Bitte keine Rebellen. Oh nee. Ja. Die Schulden sind weg. Gut, dann gehe ich mal weiter auf meiner kleinen Europareise. Tschüss. Ja. Tschüss. Hallo, kann ich kurz in Preußen sprechen? Ja. Hast du dem Russen versprochen, also der Russe hat eben gemeint, dass du und Schweden dagegen wärt, dass der Osmane die Krim behält? Hä, nein. Ja, ich wusste, dass das alles nur Geschwätz ist. Ich wollte trotzdem fragen. Ich habe mit dem Russen niemals über die Krim geredet. Außerdem... Von mir aus kann der Osmane die Krim haben. Das ist ja, nee, der Russe hat gerade dem Osman wieder gedroht. Und meinte. Was mit. Oh, Norwegen. Hä? Ich kann mich. Norwegen ist ja immer frei, gell? Nein, Norwegen ist auch in der. Nein, ich meine in der EPU, aber gehört halt nicht zu Dänemark als Kern. Ey, ich war gerade voll über diese Tatsache verwirrt. Egal. Was wollte ich eigentlich sagen? Achso, ja, genau. Der meint so, ja, der Schwede und der Preuße. Die finden das auch nicht gut und so. Du willst dich bestimmt nicht mit Europa anlegen. Und ich so, ist interessant. Nee, also ich hab dem Russen.
Faust niemals angeboten. Das weiß ich, das habe ich mir auch schon gedacht. Der versucht halt dem nur Angst zu machen. Oh Mann. Ich feiere den Russen. Hallo. Hallo, hi. Wer ist denn da? Der Russe. Aha, hi. Na? Hi. Da, was geht? Willst du was warnen drohen oder was? Du hast doch nicht mal eine Grenze zu der Krim. Es ist ja. Darum geht's hier nicht, ja? Das bitte, man muss guck doch, lange guck voraus. Doch erstmal, dass du Novgorod eroberst, bevor du dich mit anderen. Ja, Leuten das habe ich ihm auch gesagt. Und dann hat der Rolido zu mir gemeint, soll das mal seine Sorge sein lassen, ja? Schon. okay. Wenn du meinst. Ist es sinnvoll, Strelitzen auszuheben oder sollte das mal eher. Ja, wenn du es dir leisten kannst? Die Kosten. Ja, eigentlich weniger. Ja, dann. Manpower ist jetzt nicht das Problem, aber finanziell. Ja, dann solltest du vielleicht. Die Strelitzen kosten doch auch, glaube ich, keine Manpower, oder? Ja, aber die kosten halt aber Unterhalt. Darum geht's doch. Ja, Militär. Ja, wenn man kein Geld hat, kann man auch keine Armee aufstellen. Wenn man keine Armee hat, kann man die Osmanen nicht drohen. Das ist schon scheiße. Vielleicht sollte man sich erst ums Thema Geld gucken. Und ich weiß, in Novgorod gibt's Geld. Das ist ja. Naja, das ist ja schon eine verrückte Sache, wa? Ah, scheiß Korruption, ey. Verrückter Zufall. Scheiß Rebellen, kann ich da nicht irgendwas dagegen machen? Reinmarsch, ja. Und du hast Schulden. Du hast Schulden, du hast keine Armee, du hast kein Geld. Du kannst dir nicht mal deine Strelitzen leisten, aber du drohst dem Osmanen, ja? Dem einen der mächtigsten Länder überhaupt. Was machst du denn da? Warum verbündest du dich nicht mit Schweden und greifst Dänemark an? Das ist. Ich war doch mit Schweden verbündet. Ich hab doch keine Ahnung, was mit Schweden verbündet. Ja, dann hol dir. Ja, dann holt. Ja, mit wem noch? Wenn der Schwede nicht Dänemark angreift, kann ich nicht mehr. Dann verbinde ich auch mit England noch. Dann könnt ihr die dänische Armee einfach wegblockieren. Was macht ihr denn? Ja, was macht ihr denn? Weiß es doch nicht. Ja, genau. Ich weiß es nicht. Oh nee, jetzt hab ich Dukaten aus dem Kim. Scheiße. Ja, ja. Ach, das ist unterhaltsam. Das ist alles nur bitter, ja. Ja, Russe ist immer der Unterhaltsamste. Ja, er hat nie Geld. Er legt sich trotzdem mit allen an. Also Patrick, also wann ist dein Problem gelöst? Weil kannst du einen neuen Kurfürsten sehr ausgeben? Schön. Ich bin gerade dabei, Sachsen zu annektieren und das ist im November 1487 fertig. Gut, sehr gut. Hast du gut hingekriegt. Bin stolz auf dich. Ja, ich weiß. Sehr krass. Soll ich mir Lauenburg nehmen? Lauenburg? Ja. Sachsen-Lauenburg. Nein. Kriegsreparation, Handelseinfluss. Sollst du nicht. Die haben nur 10 Dukaten, die Schweine. Kann das? Ja, was geht hier so ab? Krieg. Nicht viel. Kann ich voll unterstützen. Polen lässt mich nicht zum Deutschen Orden. Ja, im Deutschen Orden. Die wollen, dass du die angreifst. Ja, das wollen die eklig. Ja. Weißt du was? Das will ich auch. Nach zwei Jahren. Ja, ich weiß, ich stelle mir noch eine dritte Armee auf und dann. Meine Armee ist komplett voll gedreht, außer die zwei Regimente, die ich jetzt gerade eben gebaut habe. Er greift wen an? Polen. Ich kann mir Dubrovnik nicht nehmen, weil der Deutsche Orden noch lebt. Und da komme ich nicht hin. Also muss ich jetzt Polen angreifen. Ja, dann musst du aber noch 2 Jahre warten. Ja, dann mache ich jetzt Frieden und dann mache ich das gleich nochmal. Dann übe ich das halt. Gab immer ein bisschen Bargeld. Ah, stelle ich mir nochmal eine Armee auf und dann. Du hättest auch einfach warten können, weil Dubrovnik war ja die, Dings. Unrechtmäßiges Reichsterritorium. Sofort zurückgehen. Von wem? Von Anhalt, die haben Magdeburg sich genommen. So geht's nicht. Kannst du mit. Ah, nee, machst du ja. Was macht das eigentlich? Wenn man das denen anbietet, das Reich, sieht man dann die Provinz?
Was für ein Reichsangebot? Ja, nein, wenn man unrecht. Wenn du dir einfach was annektierst von einem anderen Staat im Reich, dann hat der Kaiser, kann das zurückverlangen. Wenn du es ablehnst, kriegt er einen Kriegsgrund gegen dich und du kriegst massiv Unruhen und Mali in der Provinz für 10 Jahre. Wenn man es annimmt, dann musst du es wieder zurück. Ja, aber das macht keiner, weil das bescheuert. Außer die schwachen Länder. Oder die, die sich mit anlegen wollen. Utrecht zum Beispiel hat jetzt auch unrechtmäßig gelandet. Gelder, aber will es nicht zurückgeben. Naja. Moskau? Ja, mit wem sind die verbündet? Dithmarschen, Ostfriesland, Bretagne. Alles klar. Was möchte ich angreifen? Tauern. Entschuldigung, hab ich gerade akustisch nicht verstanden. Möchtest du Litauen angreifen? Aktuell eher weniger, aber warum? Weil das jetzt eine gute Gelegenheit wäre, wenn ich den Teutonischen Orden angreife und dich dazu rufe, dann sind die Litauer im Krieg. Der hat Schulden, der Russe. Ich weiß nicht, ob er sich einen Krieg gegen die Litauen leisten kann. Aktuell eher weniger. Kriegssteuer. Ich weiß auch nicht, ob die moskauische Armee groß genug ist. Das möchte ich auch stark bezweifeln. Ich habe nur 23.000 Mann. Ja, dann bist du sehr wahrscheinlich schwächer als ihr. Die Manpower ist zwar voll, aber ich habe kein Geld, um Soldaten zu leisten. Ja. Ich möchte erstmal die Kredite loswerden. Wir stinken, wenn nicht du wärst. War zwar dumm, jetzt gerade die Rebellen zu klatschen, aber ich habe keinen Bock auf Rebellen. Wieso war das dumm? Ja, das wäre... Hä? Okay. Ich verstehe die Mamelucken nicht. Die muss man auch nicht verstehen. Machst du sie platt oder brauchst du Hilfe? Nein, ich mach sie platt. Sehr gut. Wenn du Hilfe brauchst... Ich bin gerade auf eine Festung, die ich belagert habe. Und wollen sie zurückbelagern, gehen ganz kurz drauf für eine Sekunde und gehen dann wieder weg. Naja, das ist das Beste, was dir passieren aber kann. Die marschieren durch ihr Land, was du kannst. Scheiße, ja. Das ist jetzt natürlich... Krüg! Alter, ich mach was 17.000 Naja, die dritte Regierungsreform. Ich überlege, ob ich die Autonomie-Redaktion nehme oder Kulturenakzeptanz, weil ich ja so viel Kulturen hab. Nein, ich hab doch was dagegen. Nimm lieber die Kulturen. Weil mit wem ist denn Litauen alles verbündet? Gott. Ja, aber ich meine, also dass wir nicht Litauen direkt angreifen, sondern wie. Den Livonischen Orden angreifen. Ich habe gerade aber du kannst bald den Livonischen Orden angreifen, ohne dass Litauen mitmacht. Weil Österreich und ich werden bald Polen angreifen. Wenn ich jetzt Polen angreifen würde, würde Litauen nicht mitmachen, weil die 1000 Dukaten Schulden haben. Ah, okay. Ja, du kannst ja mal gucken. Vielleicht helfen die auch nicht beim Livonischen Orden mit. Ja, beim Livonischen Orden helfen die mit. Achso, die helfen mit, okay. Beim Livonischen Orden. Ja, weil die für mich Angst haben. Und vor Russland halt nicht. Beziehungsweise vor Moskau ist ja nicht mal Russland. Da fängt's ja an. Ja, das Geile ist, der Schwede könnte jetzt theoretisch Russland erobern. Und damit verhindern, dass der Moskau Russland gründen kann. Weißt du was? Gute Idee. Dann los geht's. Lars ist mit Dänemark ganz schlecht. Gleich gibt's Krieg. Krieg zwischen England und Frankreich. Ich mag nur sagen, Dänemark hat 16.000 Mann mit einem 3-Sterne-General, der 6 Nahkampf und 5 Fernkampf hat. Nee, das hört super an. Den sollte ich vielleicht einstellen. Ja, irgendwie nicht. Ich glaube, Dänemark. Mit dem mag sich erstmal nicht anlegen. Wenn du gleich große Armee hast. Ja, das größere, aber der. Nee. Ja, aber das Ding Boris, ist halt, kommst du mit Channel mit runter, oder? Der 3-Sterne-General ist im Ödegame halt tödlich. Die süße ungarische Armee, oh ja, 6.000 Mann, huhu. Wir werden Europa zittern lassen. Ja. Ich weiß ja nicht. In einem Jahr gibt's Krieg. Ich sollte mal aufhören zu drillen. Geil. Ich tag jetzt 10% billiger. Wow. Und musste dafür nur 30 Admin und 40 Dippe-Punkte ausgeben. Na komm, lass mal das. Ich tag bis 1510. Ihr könnt in einen Krieg eingreifen. Erstmal reingehen und gegen Frankreich ins Feld ziehen. Oh, Frankreich ist im Krieg mit England. Ach, ist es abgesprochen? Ja, ich glaube schon. Die sind ja Rivalen. Wie soll er sonst die Küstenprovinzen von England bekommen? Ja, Roffel. Ja?
Kriegt ihr einen Litauen? Kein Problem. Gut, dann warten wir. Du hast doch sicher Gebiets. Was hab ich? Was hab ich? Nein, hat er nicht. Ich hab gar nichts. Ah, Gott. Der hat wirklich keine Gebiets. Kann ja nicht hin, ich kann keine Gebietsansprüche machen. Ja, ich würde dir dazu raten, ein Spionagenetzwerk in Litauen aufzubauen. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Ja, ich hab keinen Kredit. 1495 kann ich erst wieder umstellen. Scheiße. Was hab ich denn momentan? Gar keinen Fokus, weil alles. Ich brauch alles gleich viel. Nein! Das ist schlecht. England, Brandenburg oder den Osmanen? Wen mache ich zum Rivalen? England. Unabhängigkeit und das Schützen von Neapel. Genau. Na gut, ich glaube mit Kastilien. Nee, jetzt sind die loyal. Keiner mehr an. Die sind relativ safe. Ich habe eben noch drüber nachgedacht, Aragorn anzugreifen. Tja, hättest du mal früher drüber nachgedacht. Egal. Ja, ich bin schon bei 20% von der Annexion Sachsens. Die stellen 6000 Mann, die sind genauso gut wie die Ungarn. Das ist halt irgendwie bitter, wa? Das ist irgendwie. Ah, ich weiß auch nicht. Sachsen hat eine gute Bilanz von fast 2 Dukaten. Erstmal abschröpfen. Nee, ich eigentlich. Gott, mit uns! Alter! So. Österreich ist der neue Papst. Okay. Kann der nächste Papst. Ich kann England exkommunizieren. Vielleicht gibt der Engl. Ah ne, der Franzose hat ja schon Frieden gemacht. Geil, ich krieg Rekrutenreserven und Entwicklung geschenkt. Eine Entwicklung in Grundmannstärke in Berlin. Ich geh mal zum Engländer. Ich brauch Geld. So, wo ist denn der Engländer? Hallo Murist. Hallo. Murist, hast du ein bisschen Geld für mich? Ah, ja. Er wird zum Oreo. Habe ich das, den Rest ich schon? Hätte Geld für dich, Alter. Nein, also wenn ich kein Geld kriege, bin ich leider gezwungen, dich aus der Kirche zu schmeißen. Mich? Ja. Okay, gut, dass ich die Beziehung zum Papst verbessert habe. Also kriege ich jetzt Geld oder nicht? Ja. Ich diplomiere Hilfe. Geile Taktik, Alvin. Ich schwöre. Also ich habe erst bei Frankreich und Spanien geguckt und dann bei England. Was? Ja, das ist sehr toll, dass du deinen Verbündeten hier bedrohst. Ja. Ja, natürlich. Der Verbündete kann mir ein bisschen Geld geben, deswegen ist er immer Verbündeter. Ja, wie sieht's aus? Kriege ich jetzt Geld? Ich hab's schon hier, ich kann bestätigen klicken. Hallo. Hallo Morris, hast du Geld? Das wollte ich auch gerade fragen. Kann man das nicht mehr machen, wenn der Kirchenschalt eine negative Meinung von einem hat? Also ich kann jetzt draufdrücken. Ja. Wenn ich jetzt kein Geld kriege, drücke ich da drauf. Ich weiß nicht, der Kirchenschalt hat eine positive Meinung von mir. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Kannst du das Geld geben? Hallo, kriege ich jetzt Geld? Also der hat eine plus 9 Beziehung, das sollte... Du könntest nichts. Du hast mir Geld gegeben. Nein, ich habe dem Kirchenschalt Geld gegeben, dass ich eine positive Meinung habe. Ja, dann schmeiße ich halt aus der Kirche. Echt, das geht? Wieso geht das noch, hä? Ah, cool. Also wenn dein Herr schon lang genug lebt, dann... Dann halt nicht, wenn ich kein Geld bekomme. Oreo. Der wollte mir kein Geld geben. Raus aus der Kirche! Die sind doch wichtig, Janitschan. Irgendwie weiß ich nicht, kommunizieren. So, wen kann man noch exkommunizieren? Das dauert ja noch ein bisschen. Wow. Okay, kann ich den Kreuzzug gut, irgendwie aufheben? Da hinten gewinnen meine Vasallen. Okay, den nächsten Kreuzzug rufe ich dann gegen die Mamelucken aus, okay? Österreich, hast du eigentlich irgendwie Ansprüche oder so in Polen? Ja, das ganze Land. Okay, gut. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ganz viel. Dann ist egal, wer von uns beiden der Kriegsführer wird. Mal das Gelbe da, Österreich.
Österreich erachtet Tschechien als Provinz von strategischem Nutzen. Was klar, was, oder? Ja, steht bei mir, wenn ich. So, nächstes Mal geht's los, mach dich bereit. Ja, ich bin bereit. Gut. Wo wollen wir kämpfen? Bin bereit, überall. Jeder Teil. Wir klatschen die Polen weg, wenn die Litauer nicht mitmachen. Also, vorwärts geht's, ich bin über Danzig erstmal. Hallo. Geh ich hoch zu Danzig. Hallo. Da oben. Bleib hier, Mameluken, ich will doch nur spielen. Oder? Oh, schade. Ach, okay, die gehen dahin, sehr schön. Erstmal Danzig belagern. Ja, ich kann ja jetzt eh keine exkommunizieren. Savoy ist mein Verbündeter, den will ich auch nicht gar nicht rausschmeißen. Du hättest zwar eigentlich Polen exkommunizieren können. Oder? Nein. Ach, schade. Na, die haben zu gute Beziehungen. Ja, die Polen sind doch die strengsten Katholiken, die man kennt. Ja, ich weiß. Man kann ja mal so. Dachte eigentlich, dass ich so, dass man positive Beziehungen braucht, um ein Papst und das dann. Offensichtlich nicht, aber wenn du mir kein Geld geben willst, dann. Nee, wenn du positive Beziehungen mit dem Kirchen. Also, wenn du mir Geld gibst, dann hebe ich es auch wieder auf. Ich hatte eigentlich da nur von 9. Nee, du brauchst, glaube ich, über 25. Wenn du über 25 hast, kannst du, glaube ich, nicht mehr exkommuniziert werden. Irgendwie so war das, ich weiß es nicht mehr. Ich dachte, es wäre, dass man einfach nur über 0 haben. Das habe ich nicht gesehen, mach wieder Fehler. Oh, gut, das gewinnst du locker. Gib mal den Moralunterschied an. Ja. Oh, habe ich gar nicht drauf geachtet. Mein Schade, dass ich so viel Entwicklung hätte, sonst würde ich im Reich weit reden. Habe ich ja letztens in einer MP-Runde gesehen, dass der Engländer im Reich beigetreten. Na, dann musst du aber erstmal hart zusammengetreten werden. Und das war halt gleich am Anfang. Du musst ja unter 100 Entwicklung haben, um im Reich beitreten zu können. Deswegen, was hat er absichtlich gemacht? Hat er, glaube ich, irgendwie irgendwas freigelassen noch oder sowas? Ja, du kannst ja hier Dings, Wales oder sowas. Wales war es, glaube ich. Kannst du freilassen. Ja, und hat sich dann halt direkt wieder geholt, danach, nachdem er... Ja, hat zwei Vasallen freigelassen, dann im Reich beigetreten. Was eigentlich besser, den Handel übertragen oder den Handelseinfluss? Das kommt darauf an. Also wie bei allen Sachen, es kommt darauf an. Also ich hole mir mit... Erbfolgekrieg zwischen Dänemark und Bayern, das wäre geil. Sachsen wird belagert. Um die Pfalz. Ah, okay. Aber die sind halt auch Kurfürst. Na gut, dann würde Dänemark locker gewinnen mit ihren 3-Sterne-Generälen. Gegen mich und dich. Gegen Bayern? Ach, nee, Bayern kämpft doch, oder? Ich habe Anspruch auf die Pfalz. Ach so. Ja, darum geht es. Also, Dänemark würde mir wahrscheinlich entweder den Krieg erklären oder halt nicht. Das würde ich mal eher bezweifeln. Das sag ich zwar auch, aber du weißt ja nie, wie der Johannes aus Dänemark, ja, denkt. Achso, da oben Mecklenburg ist ja auch noch mit dabei, stimmt. Ja, dann belagere ich Mecklenburg gleich mal. Ja, das wird ja nicht unser erster Krieg und letzter Krieg meine ich gegen Polen. Mein Name sieht voll komisch aus. Also ich mag auf jeden Fall im ersten Krieg Danzig und Königsberg haben. Oh. Das ist das, was ich unbedingt haben will. Irgendwie sieht der Name meines Landes so traurig aus. Der hängt so runter. Ja, da musst du das ändern. Du musst ganz viel ganz viele Länder angreifen und erobern. Ja, ich kenne Rostock und dann kannst du kannst du Mecklenburg rauspießen. Mhm. Im Normalfall. Ich würde gerade gerne kriegen. Nur dann könnte der Timurite gegen eine Koalition gegen mich joinen. Tja. Und jetzt kann das schon nur die KI. In Berlin erstmal eine Werkstatt bauen. Gott. Gebäude. Ah, schönes. Nee, ich bezahle zurzeit nur 70. Hab Krakau verwüstet und geplündert. Per Event. Geil. Ach komm, ich klatsche erstmal die Armeen von denen. Ja, das ist. Elender Kriegstreiber. Was heißt denn ihr Kriegstreiber?
fragte der Osman. Hallo, du bist mein bester Nachbar. Und dann sagst du mir sowas. Das ist ja echt. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Sagte der Osman, der nur Krieg führt und ja. andere im Sinn hat. Tja. Komm. Castini hat mich als Rivalen bestimmt. Was haben die Polen für eine Moral? Und die, oh mein Gott, die Ungarn haben ja. Was denn? 2,9. Die Sachsen sind besser, die stellen auch 8 aus dem Mann. Ja, das ist schon bitter. Also Sachsen ist ein besserer Untergebener als Ungarn. Guck, die Sachsen, die kämpfen jetzt hier bei Warschau. Und die hat eine Moral von 3. Ja, und da kommen die Polen. Ah ja, und? Oh, und die Sachsen. Die Polen, die stellen noch 19.000 Mann zusammen. Das kann sich doch sehen lassen. Ja? Als Untergebener zählt auch nur Mark, gell? Ja. Ja. Da kann ich Schottland zu einer Mark machen, weil ich die ja nicht annektieren muss. Weil ich die ja dann mit dem Gründen kann halt direkt integrieren. Mhm. Naja. Das ist. Du hast die doch jetzt auch schon als Untergebene. Du hast die doch schon als Vasall. Ja, aber Mark, dass ich halt. Achso, ja, das, ob du das so machen kannst, weiß ich nicht. Ist aber sehr entspannt, wenn du Großbritannien dir halt diplomatisch gründen kannst, ne? Ist halt die elegantere Variante, als drauf zu prügeln. Ja, und drauf prügeln ist halt. Ja, ich weiß, das ist dein liebstes Hobby, auf irgendwelche Leute drauf prügeln. Patrick, kommst du mit deinen 18.000 hoch zu Danzig? Ja, komm ich. Die da unten bei der Ostsee. Ja, ja, ich bin am Weg. Noch Rostock belagern. Und dann können wir da dann gleich mal Danzig verteidigen. Funktioniert noch. Sehr schön. Die Böhmen-Heinis kommen ja auch. Ah, da die Böhmer. Mit ihren 2-Sterne-General. Die sind gut. Der hat 6 Nahkampf, der ist richtig gut. Ja. Okay, die Polen kommen noch. Jemals mal wieder in Florenz und dann Italien könnten. Polen, ja gut, Polen rasiert die Böhmer weg. Ja, jetzt bin ich da. User joined your channel. Hallo. Hallo, BAM! Jetzt bin ich da, BAM, BAM, BAM! Auseinandergerissen. Ja. Lust gegen Novgorod zu kämpfen? Reicht. Hast du Schiffe? Okay. Nee, ne? Du kannst. Hast nicht. Aktuell ja. Ich hab zwar noch keinen Kredit zurückgezahlt, aber ich hab Geld. Ja, nee, im Sinne von die haben Geld. Aber die sind mit Dänemark verbündet, Bruder. Dänemark hat einen 3-Sterne-General. Ist doch positiv. Du kriegst Dänemark, ich krieg Novgorod. Dänemark, mit Dänemark ist die Sache, die haben einen 3-Sterne-General. Ah, ja. Und den 3-Sterne-General, da können wir noch so viele Leute haben, der ist im Early Game overpowered. Oh. Na gut, du kannst den schon besiegen, aber wird halt ziemlich kostspielig. Der ist wohl auch ein guten General. Hast du einen 3-Sterne-General, Bruder? Mit 6 2-Sterne-General. 5-6? Hat einen 4-1. 4-1-6-1. 6 Manöver, ist schön, aber. 1 Nahkampf ist natürlich. Ja, du könntest ja mal gucken, vielleicht ist er ja schon gestorben. Der 4-Nahkampf. Fahr doch einfach mit deinen Schiffen da lang. Schweden. Also ich sehe ihn nicht, wenn dann rennt er irgendwo rum. Ja, die stehen nicht mehr da. Ja, ich sehe ihn, er hat einen Mord. Okay. Hm. Sehr, sehr interessant. Magdeburg will Militärzugang. Sehr, eher gesagt, nicht so. Ich weiß zwar nicht, was dir noch bringt, aber egal. Unangefochtene Ansprüche auf Provinzen, die ja.
6632. Koppel, wie viel Entwicklung hast du? Sag ich dir jetzt einfach so, oder was? Ja. Ja. Wie viel Entwicklung hast denn du, hä? Sag mal laut. 343. Du kannst Mecklenburg wahrscheinlich jetzt rauspicken. Ja, die haben ja noch eine Armee, ich kill die erst. Das gibt mir ein bisschen Erfahrung. Ich hab so um die 220. Das sag ich nicht. Ich belagere gerade da irgendwo in Luxemburg. Frankreich. Die Ungarn, nee, die Ungarn stellen nicht auf Belagern. Die sollen erstmal ihr Land wieder aufbauen und eine Rekrutenreserve und sowas auffüllen. Die sind sowas von am Arsch. Die sollen schön zu Hause bleiben. Ach was, es ist alles so geplant. Ja, aber der Plan ist scheiß. Gut, das ist etwas anderes. Also Moskau, möchtest du Krieg gegen Litauen führen? Wenn es sein muss. Wenn ich aber dafür meine vom Litonischen Orden die besprochenen Provinzen bekomme. Kannst du nicht zum Kern machen, die kann ich dir nicht geben. Warum kann ich sie nicht zum Kern annehmen, weil mein Kind wird nicht dort. Kannst du dem Vasall geben, zum Beispiel? Nee, den Vasall nehme ich. Ja, ich hätte meine Provinzen da gerne. Oh ja, ach, was von Litauen. Oder so. Hol dir was von Litauen, Bruder. Hol dir was von Litauen, ernsthaft. Ja, und wenn ich mein Litauen. So, die Armee von Mecklenburg ist weggewiped. Bundesische Order krieg ich doch auch drin, ne? Ja, ich bekomme das da unten und du bekommst das da oben. Sebi? Das, was wir ausgemacht haben letzte Woche. Mecklenburg nehme ich jetzt raus, ja? Ja. Ich krieg die, wir machen das nach Kultur, hab ich gedacht. Ja, das war ja, wie besprochen. Du bekommst Estland und... Estischen und lettischen Provinzen. Bis ein oder zwei Provinzen von der lettischen bekomme ich und dann den Rest dort unten. Warte dafür. Die estnischen und die lettischen krieg ich und den Rest kriegst du. Der Kartenmodell. Hatten wir ausgemacht. Der Livornische Orden führt Krieg gegen Polen und Danzig. Polen, Moldawien und Danzig. Die haben die angegriffen. Patrick, du kannst deine österreichischen... Gleich, erst wenn du da stehst. Ja. Gut. Dann mache ich mir zum Belagerungs- und Plünderspaß. Okay. Plünderspaß. Hat er 245 Dukaten? Nein, frag den Engländer, wenn er dir das Geld gibt, nichts, kommt er wieder in die Kirche. Frieden könntest du, also ja. Wenn es von dem Punktestand her geht, Danzig, Marienburg, Ermland und Königsberg, die vier Provinzen, da bin ich interessiert, aber auf jeden Fall Danzig und Königsberg. Ja, ich guck jetzt erstmal. Ja. So, Danzig, Königsberg, sind 42 Punkte. Wenn ich mal Krakau und Sadieki rausnehme, dann... Endlich. Kommst wieder in die Kirche, Bruder. Ja, das ist mega. Okay, gut, Leute, alle erstmal Krieg gegen England führen, wir kriegen ja keine Stabi-Hits. Bräuchte aber das Geld. Wenn du kriegst. Also wir können machen du drei, ich drei Provinzen. Das würde funktionieren. Ja, klar, dann kriegst du noch Marienburg. Ja, das ist eine gute Sache. Kann ich mit dir. Ja. Ich warte erst bis Königsberg belagert ist. Ansonsten kriegst du das. Wenn du Frieden machst. Ja. Ich könnte. Ja, wir können jetzt Frieden schließen, wenn du alle drei belagert hast. Ja, ich habe alle belagert. Gut, dann machen wir jetzt Frieden. Und. So. Kein Frieden ist immer Go-To-War. Sehr schön. So gefällt mir das. Hallo, oh, Brandenburg, was ist mit dir passiert? Brandenburg. Du bist fett geworden. Köln hat unrechtmäßiges Reichsterritorium. Okay, danke. Nimm das als Kompliment. Mach ich aber. So. Jetzt. Noch
Ja, ich bin schon bei 54% bei der Annektierung Sachsens. Oh Leute, ich mach hier Geld. Bist du nicht der Osmane? Ja. Hoffe, kommst du hoch? Solltest doch eigentlich das Maße der Welt sein, dass du Geld verdienst. Ich mache gerade plus 11 Dukaten. Ja. Und ich kann mir noch meine Armee leisten, ja? Ja, das ist doch jetzt auch gerade ganz normal. Ah. Boah, ich gebe für meine Berater aktuell 12 Dukaten monatlich aus. Brother. Ja, noch Geld, noch ist nicht schlimm. Hat die Scham nie mit. Wer hat Geld? Ich brauch Geld. Du mit deinem Geld. Geh mal in den Westen, Spanien und Frankreich, die haben richtig Geld. Die sind reich. Ich hab mit Oreo schon gesprochen, der gibt mir kein Geld. Ja. Würden ganz schön stinken, wenn ich tue. Tja. Ich muss jetzt einen von euch beiden zum Rivalen machen. Entweder Osman oder Brandenburg. Ja. Wärst du bereit, in den Krieg zu ziehen? Jetzt. Mir ist es egal, also ich komme jetzt erstmal alleine zurecht. Ich kann jetzt Polen alleine klatschen. Okay, dann nehme ich dich erstmal als Rivalen, ja? Ja, gut. Dann ist es abgesprochen. Welches Militärdeck hat er denn? 6 und ich, ja. Bin zwar jetzt nicht begeistert von der Idee, aber gerne. Passt. Brandenburg? Ja. Oscar. Temporär das Bündnis mit dir auflösen. Oscar. Schweden? Ja. Ja. Kannst du von mir aus machen. Wir haben ja unsere Grenze schon abgesprochen. Ja, mit Schweden meine Grenze auch schon abgesprochen. Rudi? Ja. Wir müssen die Beziehung mal verbessern. Warum? Weil wir im Zweifel keine Bündnisse schließen können, weil wir uns hassen. So, komm mal nach oben. Ja, gar nicht. Erstmal Diplomaten losschicken. Ja, das habe ich auch gerade gemacht. User left your channel. Genau, mit denen mache ich beziehungsweise ein deutscher Orden. Ich guck mal, was bei den anderen so los ist. User left your channel. Viel Spaß. Heute mache ich bloß 12. 3, 3, 2. Muss kurz Fenster aufmachen. Kreuzzug gegen Osman? Nein, der Osman ist ein Verbündeter. Außerdem hat der Osmane noch einen Gefallen bei mir gut. Nicht wahr, Osmane? Ja. Ja. Armenien wächst immer weiter. Willst du dir das echt antun? Was wächst immer weiter? Armenien, das wächst immer weiter und weiter und weiter. Ja. Ach, das, da hinten. Ich kann einen Kreuzzug gegen den ausrufen. Das hat der Timuride beansprucht, Armenien eigentlich. Ja, ich weiß, aber ich würde mir das nicht gefallen lassen, dass der immer weiter zu dir kommt. Also du musst, wie heißt das? Al-Kulundu musst du dringend erobern. Du meinst Akku-Kulundu. Ja, ich weiß nicht, wie das heißt, ist ja auch egal. Das musst du aber dringend dir holen. Alles? Alles, natürlich. Keine Kompromisse. Stabil. Das Problem ist, dann würden wahrscheinlich alle da hinten gegen mich. Du solltest es ja nicht komplett erobern. Du brauchst ja nur die Grenzprovinzen zu ihm erobern, die drei.
zu Armenien. Dann kann er sich ja nichts mehr nehmen, oder? Ich weiß nicht, wie es da weiter aussieht. Ich bin schon. Die Timo mögen mich ja schon alle nicht. Mögen vielleicht schon plus minus 100. Kannst du Serbien integrieren? Ja. Warum? Was ist denn mit der Walachei? Willst du die oder kann ich die haben? Meins? Ja, dann greif sie an, die haben keine Verbündeten. Oder sehe ich das falsch? Ne, die haben keine Verbündeten. Du kannst einfach eingreifen. Die haben ja, dann los, schnapp's dir. Ist jetzt wieder falsch gelaufen? Hä? Ich glaube, ich muss es nicht verstehen. Ja, die Charenbelohnung. Kannst du mir 50 Dukaten leihen? Kann sie auch noch schenken. Ja. Dann kann ich, dann muss ich nicht kein Darlehen aufnehmen für die eigentlich Charmbelohnung. Ja. Dankeschön. Hallo JP. Guten Tag. Das Ackerland. Also soll ich die eigentlich direkt alles nehmen oder soll ich die auch nur PU machen? Ich würde alles direkt nehmen, wenn du kannst. Also wenn du keine Koalition kriegst, würde ich direkt fressen. Die vier Provinzen, da würde ich nicht warten. Okay. Da würde ich mir lieber im Osten dann einen Vasallen bauen. Dänemark angreifen, da kommen wir nicht rundherum. Das machen wir nachher. Hi. Und wie geht's, mein Kaiser und anderer Kaiser oder Sultan? Padischah.
Gerade ist nicht viel los. Ich musste dich übrigens vorhin zum Rivalen nehmen, weil ich sonst keinen mehr hatte. Ja. Ich merke schon, England wird ausgeschlossen. Das ist das Problem von England. Das hat sich am Anfang selber ausgespielt. Indem es einfach mit niemandem geredet hat. Und jetzt ist er allein auf seiner Insel. Und doch, das sind wir. Wir haben was. Ja, ihr seid aber sehr weit auseinander. Ja. Ja, ganz dezent. Wir sind doch schon quasi Nachbarn. Kannst du mir einen Suezkanal geben und dann wird alles gut, dann sind wir Nachbarn. Das werde ich auch bestimmt tun. Ja. Ist jetzt deins, Brudi? Das Wort geklärt. Was ist meins? Die Krim ist deins. Ja, weiß. Wer hat das geklärt? Ja, ne. Und sonst so zu den Grenzen, was also der Stand der Dinge? Ich sehe gerade nur, wie Österreich die Litauen klatscht. Ich habe noch nicht eine einzige Schlacht gegen die geführt. Die rennen rum oben beim Schweden. Nice. So, da bringen sie richtig viele. Brandenburg hat keine Freunde mehr oder kein Bündnispartner zumindest. Wer will denn auch bitte schon mit Litauen verbündet sein? Brandenburg, meine ich. Brandenburg braucht keine Verbündeten. Ja. Da traut sich eh niemand. Also ich könnte alles fordern, nur dann kriege ich Karaman, Balachai, Irak, Mamluken und Akkukulun nur in eine Koalition. Wäre das schlimm. Wenn wir ein Bündnis schließen, dann hätten die vielleicht Angst vor uns. Kommt drauf an, was ich jetzt gleich für einen Malus bekomme hier. Das ist auch der Grund, warum ich nicht ganz Karaman genommen habe, weil sonst der Timuride angehen könnte. Ja, das wollen wir nicht. Aber du. Wenn hier steht, da steht ja immer, welche alles in einer Koalition gegen uns beitreten könnte. Können da auch andere Länder beitreten, die da drauf nicht stehen? Nicht, dass ich wüsste. Aber so genau weiß ich es nicht mehr. Meine nicht. Ich kann das andere von den Zuschauern beantworten, die sind viel klüger als ich. Ja. Polen sieht nicht so nett aus. Na, da ist eine Armee von Litauen. Ich möchte gerne bei euch jetzt zugucken. Wir können Bündnis schließen. Komm, wir machen ein Bündnis.
Ja, ich kann zugucken. Boah, ist das hell. Puh, in meinem Raum hier ist es so dunkel, warte mal. Besser. Da ist die Armee von Litauen. Ich brauche die doch hier oben, die 18.000. Und dann machen wir die platt. Da. Ich hab eins, das liegt am Braten. Sehr schön. Hui. Was? Ui? Ich kann mir einiges nehmen von Litauen. Einiges. Nice. Jetzt die Frage, wenn ihr gegen mich eine Koalition, kann ich wieder Krieg führen? Alles für nice Provinzen hier. Gott, was ist beleidigt? Was? Ja, ja. Man muss zugreifen, weil man kann. So sieht's aus. Ich denke, das sind Nationalisten, ne? Musst du töten. Weiß, ich bin gerade auf dem Weg. Sehr schön. Thank you.
Hi. Poli, kann sein, dass du irgendwie einen Hass vom Spanier hast. Was ist? Kann sein, dass dich der Spanier hasst. Warum? Weiß ich nicht, ich habe gerade nur irgendwas mitgekriegt, ach, was meine Westverbündnispartner der hat und dann hat sich so angehört, als ob, ob man sich überlegt, die anzugreifen oder so. Ja, aber ich bin mit den Osmanen verbündet, ich glaube nicht, dass die angreifen. Dann müssen die auch gegen mich kämpfen. Ja, und mich. Ja. Aber die Timuride habe ich auch schon auf meiner Seite. Dem du Rivale bist. Ja, später. Hat jemand Geld, sonst muss ich Kredite aufnehmen. Mit den Timuriden ein Verteidigungsbündnis gegen Moskau später. Hat jemand mal schnell Geld? Hier. 50 reicht. Ich leide. Danke. Ich mach grad mir, muss Kriegssteuern ausheben. Gut, ich habe eine Inflation von 6%. Ich habe einen syrischen Nationalisten. Kannst du nicht eigentlich noch weiter Krieg führen oder geht das nicht? Ah, jetzt ist mein Name doch schon wieder besser. Jetzt sieht mein Land wieder fröhlich aus. Kannst du nicht Krieg führen irgendwie weiter? Wie weiter Krieg führen? Ja. Ja, Osmane, Trapezunt oder sowas zum Beispiel angreifen. Ich hab, also ich weiß nicht. Also wenn der Osmane Krieg führen will, helfe ich ihm. Das Ding ist, da hinten würde ich halt dann eine fette Koalition kassieren, auch wenn mit dem Thermoriden. Deswegen will ich jetzt erstmal ein bisschen. Du hast doch gesagt, Timurid ist auf deiner Seite. Ja, ich weiß, aber gerade noch nicht. Erst später, weil wir machen später. Wie gerade noch nicht, aber später. Ja, wir machen später ein Verteidigungsbündnis gegen Moskau. Okay. So, ihr habt leicht überdehnt mein Land, aber naja. Vielleicht. So, jetzt muss ich erstmal meinen Ruhm in Europa verbreiten. Hallo! Hallo! Hi! So, ich hab nichts übrig gelassen. Alles abgeschlachtet an den Gegnern. Dann könnt ihr euch jetzt auch bedienen. Hab mich um alles gekümmert. Und ich hab so viele politische Probleme gerade. Hey, der deutsche Orden ist gewachsen. Ja, guck, so sieht's aus. Vielleicht ein bisschen. Naja, gut, ne, ist egal. Was denn? Okay, die besetzen mir mein ganzes Land, scheiße. Nicht mal jetzt die aggressive Expansion. Nein, das ist kein Problem. Die Koalition aus Polen und Litauen habe ich jetzt nicht so eine Angst vor. Bin dabei. Ich bräuchte die zwar bei mir, aber ich bin dabei. Wie sieht es mit Sachsen aus? Wann bist du da fertig? Bin bei 93%. Perfekt. Ich habe ein paar Rebellen gelöscht. Das ist ein bisschen unglücklich ausgegangen. Ah, ich werde im Februar 1488 fertig sein. Ich bin die Festung hier. Dann kann ich ja ganz separat drehen. Lagern weiter in Finnland, bitte. Ja, ich bin aufteilen, die kommen nicht rüber. Die kommen nicht so schnell wieder aufteilen und so. Wie viele Männer sind da noch über von denen? Die Männer? Relativ viele, die haben alle Schweden erobert. Also Schweden fast komplett belagert. Hallo. Achso, das sehe ich jetzt erst. Ja, aber ich habe doch von denen richtig viele Armeen kaputt gemacht. Ich schätze mal, das ist aber eher mehr Litauen oder so. Ja, also vom Litauen habe ich die, weiß ich nicht. Naja, ist ja auch egal. Litauen hast du fast die komplette Armee zerstört. Aber du hättest gerne alles belagern lassen können, weil dann hätten die keine neuen Truppen bilden. Ja, nee, dann krieg ich ja unnötig hier, ne? Kriegssteuern, kriegst du nachher. Nee, das gibt keine Kriegssteuern. Geld ist kein Problem. Dann kannst du mir welches geben, wenn es kein Problem ist. Nee, warum sollte ich? Da krieg ich ja nichts für. Das ist aber traurig. Nee, das ist ein bisschen rot geworden. Da sind die Kommunisten jetzt an der Macht.
Genau so sieht's aus. Ja. Iron? Ja. Hättet ihr eigentlich noch Platz für jemanden? Wie Platz für jemanden? Nicht für mich, sondern für einen anderen Spiel. Also ich habe kein Land, das ich vergeben könnte. Okay. Weil wer hat gefragt, ob man mitmachen kann. Ne, vielleicht wieder bei den Ming, weil die sind noch zerfallen. Wer ist denn das? MWK. Kenne ich nicht. Ah, 13.000 Mann von Litauen, geil. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, es ist ein guter Spieler. Nee, dann bitte nicht. Wir wollen nicht keine guten Spieler. Und hat, glaube ich, auch fast an die 1000 Stunden oder sowas. Ich gehe erstmal zum Westen, mal gucken, was die so den ganzen Tag machen. Na, ihr zwei Hübschen, habt ihr schon geheiratet? Ja, haben wir schon. Oh. Man kriegt euch ja gar nicht auseinander. Muss man uns auseinanderkriegen? Nee, aber das meinte ich jetzt nicht im Sinne von euch beiden, sondern im Übertragenen. Ist egal. Wie geht's? Eigentlich, ja, vergiss, wie geht's? Ganz gut, aber ich will, dass mein Herrscher mal endlich 15 wird. Ja, darunter leiden wir alle. Du auch? Was hat denn das mit dir zu tun? Du hast nicht mal einen Nachfolger. Ich muss die ganze Zeit... mein Herrscher ist auch gerade gestorben, aber... Das Einzige, was mir leid tun wird, wenn der Regentschaftsrat weg ist, mein Thronfolger ist einfach nur kacke. Ist der Regentschaftsrat besser? Ja. Der ruft so eine Republik aus. Scheiß auf die Monarchie. Ja, Mann. Halt für eine Republik, da kriegt man permanent miese Events und verliert Dingsens. Da geht er mit der... oder republikanische Tradition. Wie permanent dumme Events, womit man republikanische Tradition verliert. Ja. Hallo. Ja, was geht denn bei euch so? Wie entwickelt sich dein England so? Ganz okay. Es blüht und prosperiert. Aber wie du immer noch exkommuniziert bist. Ja, ich kann es nicht rückgängig machen. Ich habe kein Geld gekriegt. Also dann zu spät und jetzt ist die Kirche wieder die Kirche. Ja, das stimmt. Die Kirche ist die Kirche. Und das bleibt auch so. Die Kirche ist die Kirche. Aber blöde Frage, investierst du wirklich Punkte in die Kirche? Also, dass du Dings und so. Nö, natürlich nicht. Ich kaufe mir davon andere Sachen. Viel schönere Sachen. Also, was für Merkantilismus oder... Steuereinnahmen. Ja, oder sowas, genau. Oder im Krieg einfach Heiligen Krieg ausrufen, plus 15% Rekordregeneration. Das ist das Tolle, oder? Man kann man damit auch klatschen. Iron, also es war jetzt nur ein von dir, gell, dass der mitspielt. Ja, Alter! Warte mal, oh scheiße, warte, halt! Alter! Was? Guck mal, wie ist er dann? Ja, hast du es nicht gesehen? Warum stabile Expansion an! Stabil! Und du kriegst nicht mal irgendwo eine Koalition, oh mein Gott! WTF? Ja, weil das wertlose Dingsensland ist. Oh, da ist Kiew. Polen hasst dich, aber ich habe nicht mal AE dafür bekommen. Ja, was? Wollt ihr Ärger mit mir oder was? Nein, ich habe gerade auf mein Land geklickt und habe sie minus 5 AE für einen ordentlichen Batzen Land, der da in den letzten 10 Jahren irgendwie weggegangen ist. War eher darauf bezogen, dass ich das sehr interessant fand als Kritik. Gar nicht als Kritik gemeint, sondern das fand ich sehr interessant. Muss nicht weiterreden. Ne, nicht? Ne. Will aber weiterreden. Nein, darf ich weiterreden? Nicht. Ne, ne, ne. Nein. Dann lass ich euch zwei Turteltauben mal in Ruhe. Ja. Hello. Hallo. Aha, Albert. Gott Kaiser ist da. Na, wie geht's? Na, willkommen, mein Rivale. Ja, wir haben schon mitbekommen, dein schönes österreichisches Rotenien. Ja. Habt ihr ein Problem damit? Nein, wir finden es witzig. Weil egal wer hierher kommt, ja, oder zu wem ich gehe, die so, was hast du da gemacht? Hey, du bist doch hergekommen, also was beschwerst du? Nein, also weißt du, jeder, wo ich hingehe, hab ich doch gerade gesagt. Wo ich hingehe, dann krieg ich sofort. Aber weißt du was? Nee, ist mir egal, weil ich kann's halt. Nee, für dein Land finde ich das ganz nice. Für Moskau sehr nett. Du bist zumindest nicht, du hast es zumindest nicht so gemacht wie Kind, dass du da komplett Polen aufgeteilt hast, du hast dir Litauen genommen. Ja. Ja, er hat sofort eine Grenze gemacht. Steigen hier und nicht weiter. Ja, genau. Bis hierhin und nicht weiter. Gut, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wo die Staaten sind.
Die sind alle. Naja, du der hast eine fast ist weiter östlich. Ja, fast. Und über alles andere kann ich ja mit dem Osmanen noch verhandeln. Dann tauschen wir auch Provinzen. Der Osmane? Ja, der Osmane ist mein Bündnispartner. Hä? Das war dir doch die ganze Zeit schon Kind vor. Wusstest du das nicht? Nein. Hä? Hey, warum mit den Osmanen? Ja, weil er die Krim hat. Ach so, ja. Ich hasse meine scheiß Rekrutenreserve. Diese dumme Nation hat so viele Schulden, das gibt's gar nicht. Aus einem Döner wurden doch zwei. Respekt. Ich muss mehr annektieren durch mein Malus, bin ich noch nicht. Kann man auch vierte groß machen. Wo bin ich denn? Ach, Nummer uno. Ja, aber noch nicht lange. Ja, du hängst einfach am Tech hinterher, weil du halt dumm bist. Also in-game. Ja, wie bei Tech. Wie ist denn der allgemeine Tech in Europa? 6, oder? Ne, 777 habe ich. Frankreich und Brandenburg auch. Wir sind am weitesten mit 777. Ja gut, okay, mein Nachfolger ist jetzt nicht so nice, aber... No. Also ich hab jetzt endlich mal 766. Auch nice. Also ich häng nicht weit zurück. Religiöse eine. Ich kann die Mamelucken werden, ja nice. Vor allem, das Schönste ist, Iron, ich hab einfach mal kurz den Rebellen gegenüber gesagt, gut, ihr wollt, dass ich hinduistisch werde, dann werde ich hinduistisch. Als Inder. Warte, was müsste ich zu Mamelucken werden? Was bräuchte ich dort? Aber damit bist du die Größte. Wie gesagt, ich fand den Move eigentlich ganz geil. Ja, der Move ist auch gut. Einfach annektieren, ohne konvertieren zu müssen. Also ohne weniger Unruhe in den ganzen Dingen von uns. Ich habe jetzt nur gerade das Problem, ich kann nicht erobern, weil ich habe keine Rekruten. Keine Rekruten? Nein, ich habe doch permanent keine Rekruten. Gar nicht gut. Ich verstehe das nicht. Ich habe ein Land voller Rekruten. Ich kenne nichts anderes außer Rekruten. Ja gut, ich habe aktuell 5000 Rekruten auf Lager. Ja, die sind so gestapelt, oder? Ja, gestapelt. Übereinander so. Sehr interessant, Chakratai, sehr interessant. Stapelt die so auf Europaletten. Na gut. Es wird wieder Zeit für Krieg. Nein, meine Herrscherin ist gestorben. Also meine Gemahlin. Hämorrhoide. Ich dachte gerade. Ja, okay. Ja, nice. Common Channel 9. User left your channel. User left your channel. Jetzt gehen die Verhandlungen los. Ja, die Verhandlungen und der Krieg. Erstmal geht es gegen Mysore. Nur die Frage, was ist die. Weißt du, ich finde die Provinz mit dem Kriegsgott nicht da. Hallo Schweden. Jo. Weißt du, ob die dennoch den 3-Sterne-General haben? Nee,
Aber ich kann es gleich sehen. Da ist er nicht. Glaub nicht mehr, nein. Okay, danke. TS, hallo, so. England. Ja. Kannst du sehen, ob die Schweden, die Dänen noch ihren 3-Sterne-General haben? Möchte ich gleich sagen. Abort, 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 haben sie noch. Haben sie noch, okay. Abort direkt von der Front, ja. So, zack, 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 Portugiesen weg. Ich weiß ja. Da unten. Erstmal Rebellen klatschen. User joined your channel. User joined your channel. Wenn man das jetzt aus. Kaum erklärt man Krieg, kommen alle direkt an. Ja, wer hat mir hier erklärt? Ja, deswegen bin ich eigentlich nicht hier. Nee, aber so, hier warum kommen auf einmal so viele her? Hat der Kirche den Krieg erklärt? Nee. Portugal. Kirchenstaat. Der Kirchenstaat meinte Loyalität zu beweisen. Jetzt auch die Kirche. Eine Kirche, hä? Huh? Ach ja. Werde ich gleich einen Krieg beenden. Wenn das geht. Oh oh. In irgendwelchen dummen Verteidigungskriegen? Ja, sind sie? Cool. Kriege ich gleich noch mehr kostenloses Land. Iron, kommst du mal kostenschnell hoch? Ja, kann ich machen. Ah. Was denn? Also wegen dem einen Typ, der ich gefragt habe, dem wäre es auch egal, was für er spielen wird eigentlich, also ja. Und er wird auch kurz auf den TS kommen, bitte. TS ja, aber jetzt nicht. Okay. Also heute nicht. Okay. Ich will das nicht live machen. Okay. Ich hätte sonst gesagt, das soll einmal vielleicht England dann weiterspielen. Ja, ich weiß nicht, ob der dann wieder da ist. Gucken wir dann mal. Okay. Geöffnet muss. Muss ich nicht so dumm, so blöd sein und da irgendwelche Kriege führen. Also, und selber akkoren und dafür das Doppelte zahlen. Hallo. Hallöchen. Hi. Ich hab Ruf nach Frieden. Ah, willst du den nicht annehmen? Wer bist du? Hallo. Wer bist du, dass du rufst? Ruft des Frieden? Gegen die Bonische Orden Riga. Hey. Also ich würde ja mal weniger Krieg dafür und mehr Krieg gegen Novgorod oder so. Da kann dir dann auch der Schwede helfen. Die haben immer noch Dänemark, aber mit ihrem 3-Sterne-General. Ja. Ja. Ja, ich wenn du denen hilfst, können die das schaffen. Warum soll ich denn helfen? Ja, weil du die ganze Zeit gesagt, ihr greift doch an. Ja, ich wollte nur einen Ratschlag erteilen. Ja. Also wenn ich Novgorod angreifen soll, dann brauche ich Dukaten und Manpower. So. Das ist ja nicht unser Problem, ne? Frag beim Engländer, der sollte mehr haben. Autsch, oh. Wenn so ein dummer Zermürbungstick kommt. Nein, wie können sie es noch wagen? Ist ja ganz schön frech. Zermürbungstick direkt mal 10 Dukaten weniger im Monat machen. Wir werden gleich Krieg gegen Novgorod führen. Hm. Ey, ich hab keine Armee mehr. Was? Und keine Manpower. Nicht. Ja, keine Manpower, alle seine Manpower. Also, Ratschlag fürs nächste Mal. Das nächste Mal machen wir Intensivkurs vorher, oder? Man ein Land verwaltet. Naja, kannst du gerne machen. Jetzt oh, hat halt noch niemand Bock. Kannst du in die Provinz in Portugal gehen? Ja. Die Bimbos haben da ein bisschen was erobert. Ach, Braunschweig ist jetzt, Dings. Kurfürst. Ja. Wie kann man eigentlich die Vasallen integrieren? Also nicht vasalisieren. Auf annektieren klicken. Ja, Moskau, du solltest vielleicht mal den Embargo auf Novgorod machen. Wenn der nächste Kurfürst kannst du ihn irgendwo nach Ansbach schicken oder? Dann ich kann ihn nicht wegschicken. Nee, ich meine, wenn der nächste Kurfürst. Also, ich wollte Ansbach geben, aber die haben abgelehnt. So, du kriegst mal. Ja, das kann ganz gerne mal passieren, das ist halt einfach Geld ablehnen. Ist den? Ja, bis für nächstes Jahr. Gesamte Franzosen unterworfen. Nur noch die Provinzen im Reich.
Huch, scheiße. Kannst du mir Porto nochmal geben? Ich hab mich verklickt. Ach, auch verklickt? Ja. So, da. Danke. Aber da kommt nie was rein. Glaube ich zu spät. Das, was ich haben will, habe ich schon. Warte, nur Provence und Avignon. Bitte, hervor, habe ich einen High Naval Attrition. Natürlich ist mein Entdecker nach 2 Monaten gestorben, ha? Ja, warum nicht? Und deswegen verliere ich jetzt meine Handelsflotte, weil Shadow Kingdom oder Excellent steht da. Portugal landet in Afrika. mit einem K-Trupp. Mit, ja. einem, mit einer Kavallerie-Armee. Mit 900, Mann. Ich habe jetzt richtig Angst. Ich glaube, dafür muss ich erst, glaube ich, gleich kapitulieren vor denen, ha? Ja, du, hätte ich auch an der Stelle. Würde ich auch machen. Dings ist keine Großmacht mehr. Ashikaga. Das, ich das ist sehr toll. Ja, weil Bachmann es sie wieder geholt hat. Ja, weil die wahrscheinlich die Institution gefördert haben. Nee, Bachmann hatte die schon gefördert. Ah, Anfang okay. der Runde. Sieht man ja immer. Und die haben mehr, nur mehr erobert. Oh mein Gott, wir haben einen Blitzmerker in der Runde. Dafür ist der erste Mane nur Platz 2. Was peinlich ist. Übrigens. Ja, und Miriam. Sehr peinlich. Sehr interessant. Es sollte dir nicht egal sein. PUs gekriegt, also das ist mir nein, einfach. Ist es nicht. Ja, das ist klug. Was ist wem egal? Ja, dass der Osmane kacke ist. Dass der Typ, der sich von Frankreich carryen lässt. Ja? Hallo? Hä? Was? Warum denn nicht? Außerdem, ja, das hat nichts mit Kacke zu tun. Ja. Das ist Kriegsstrategie, ja? Oder warte kurz. Sagt der Typ, der sich vom Osmane carryen lässt. Genau. So, das wird der Konter, ha? Ja, ist doch genauso. Diplomats to send, oh, Sekunden. Der kommt wieder zurück und... Ja? Also, in Bezug auf Kriegsstrategie hast du eine Latte 6 bekommen. Hat aber und war. Bin trotzdem immer noch besser als du. Merkst du, solltest Lehrer warte, was? Werden. Oh. Du bringst die Motivation Shots zu allen. Shots fired. Naja, die Shots waren unrechtmäßig gefeuert. Ja, das ist ein anderes Thema. Ich würde mich eher nicht mit Frankreich anlegen, wenn die schon Elan haben. Ja, und vor allen Dingen, wenn sie schon die westafrikanische Westküste besitzen. Genau, wir sollten alle Angst haben und weinen. Und alle eigenen. Das hat niemand gesagt. Das wäre mir jetzt sehr peinlich, wenn ihr deswegen alle weint. Ich habe einen Palast gebaut. Palast? Nice. So wie Oreo, ein Siedler, ne, Oreo? Was? Ja. War das ein Siedler? Kannst du dich erinnern. Was, mein Eisenmonopol? Ja. Ja. Ja, kann man nichts sagen, ne? War geil. War lukrativ. Kann man nichts sagen. Definitiv lukrativ. Ja. Schön, dass man die Provinzen seiner Untertanen nicht sieht. Nice. Ja, nice. Ja, oh, cool, jetzt sind das sogar noch 2K-Truppen da unten. Ich hab glatt Angst vor denen. Ja, warum nicht? Ja, also jetzt habe ich irgendwie Angst vor denen und fühle mich unsicher. Ich muss mal, glaube ich, mal mit meinen. Ich muss mal, glaube ich, mit meinen 30.000 Mann da hochmarschieren, ja. So, Frankreich, komm jetzt mal mit. Na und wie geht's bei euch so? Gut. Ich hab Sachsen integriert. Oh. Nice. Weil könnte fast nicht besser laufen. Oh, dann macht ihr wieder Österreicher. Sehr nahe. Wofür kommst du mal nach oben? Müsste halt nur Frieden im Reich sein. Warte kurz. User left your channel. User left your channel. Heißt, wenn ich jetzt alles richtig mache. Wenn ich jetzt alles richtig mache, habe ich jetzt alles richtig gemacht. Nice. Geile Logik. Ja. Das heißt, ich kann jetzt Serbien integrieren.
Ja, das werde ich beides noch angreifen bei Gelegenheit, aber momentan habe ich zu viel aggressive Expansion, deswegen kann ich nichts machen. Was hast du denn für Ach, ach Gott, ich habe viel mehr aggressive Expansion, also. Eieiei. Österreich? Ja. Willst du eigentlich Moldawien haben? Wäre schon nicht schlecht. Warum? Na, weil ich so das haben würde. Guten Punkt. Dann habe ich so eine hässliche Delle in meinem Land. Aber ich muss mit dir noch wegen der Krim sprechen. Wir müssen dann mal zwei Provinzen, glaube ich, tauschen. Warum? Weil die zu unterschiedlichen Staaten gehören. Wenn du dir das anguckst, geh mal auf die Krim. Ja. Und dann guck dir mal Jedi Schukl an. Das gehört zu dem Staat Jedisan, ne? Ja. Da hab ich zwei und du nur eine. Und rechts daneben hab ich eine und du zwei. Vielleicht sollten wir die beiden tauschen. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass jeder sein Staatvolk kriegt. Oh. Russland. Ja. Embargo gegen Novgorod vielleicht mal machen? Hab ich ja. Ich hab den Embargo gegen Novgorod verhängt. Embargo aufheben steht bei mir. Gut. Ansonsten. In ihren Sterne General. Er lebt doch immer an, sagen wir. Die Krim zu annektieren, muss sie dafür irgendwie ein Vasalle werden? Nein, du musst warten, 50 Jahre. Und das ist eine Mark, ja, die muss ein Vasall werden. Ich dachte, das wäre eine Personalunion. Wann wirst du Ungarn und mit Böhmen zu Österreich-Ungarn werden? Also Österreich-Ungarn kannst du nicht werden und das andere muss ich gucken, es dauert noch mindestens 100 Jahre. 100 Jahre, 150 Jahre, bis ich mein Land vereinigen kann. Du kriegst dann noch Ungarn. Also. Ja, aber ich werde nicht zu Österreich-Ungarn. Ja, also, ja gut, aber... Ich bekomme das Land als Kernland, das stimmt. Okay. Auf Toilette.
willst du eigentlich deine 50 Dukaten wieder haben? Nein, kannst du behalten. Mit der Wii, da geht nur um Krieg. Gut, gleich muss ich erstmal eine Friedensperiode einlegen. Frieden könnte uns beiden nützen. Sind Sie interessiert? So ungefähr. Wie lange habe ich mit denen noch im Warten gespielt? Bis jetzt um 93. Ui, das, Lol, das Game hat ja ganz schön viele Mina-Partner da sein. Also. Ist das jetzt halt so? Die Kirchenstadt wird von Venedig erobert. Kann ich nichts für. Wirst du das Gebot, das Böhmen an das von Gebiet, das Böhmen hat, das in Brandenburg und Polen grenzt, Brandenburg geben. Ich behalte auf jeden Fall Schlesien und die beiden Provinzen, die gebe ich dann Trichtern ab. Die gehören nämlich zu den anderen Staatsterritorien. Er soll die osmanische Flotte hier aufrüsten. Ich sehe es gerade. Gut, gehe ich mal mit ein paar Leuten unterhalten. Channel Hallo. Switched. Hallo. Na, wie geht's denn so? Gut. Sehr gut. Hab jetzt den dritten Krieg hintereinander beendet. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen Frieden machen. Das ist doch sehr gut. Und hab mich sehr, sehr, sehr ausgefressen und ja. Ja, das kenne ich sehr gut, Iron. Guck mir gerade die Spielerkarte an. Ja, doch. Typisch Iron mal wieder. 500 Millionen kleine Mini-Fitzel überall. Gut, ich sehe gerade mal 3 Spieler. Hallo, Iron. Hallo. Ja. Es kann sein, dass ich heute früher aufhören muss. Dann ist das so. Weil ich beim Garten das ganze Zeug. Ja, das ist egal. Wenn du sagst, du gehst früher als früher aus, spielt die KI weiter.
ein Orkan kommt und nichts ist fest im Garten. Hm. Alles im Nachbarn drüben. Ich versuche so lange da zu bleiben wie möglich. Ja, alles gut. Passt. Bastjo. Ja, es kam jetzt auch überraschend von meiner Mutter. Also ciao. Ciao. Muss eigentlich fördern, aber die Kultur fördern will ich trotzdem, weil ich Geld brauche. Geld, hast du meine Truppen? Die sind solche Vollidioten. Viel zu viel. Wenn diese scheiß Staatsehen endlich beenden würden, hast du vor, dein Land im Westen, dann Frankreich an, auszubauen, also weiter anzugreifen, das so. Also mit den Franzosen habe ich noch einen Deal am Laufen. Also ich tausche das hier gegen das hier. Komm, schließ dich ab. Danke. Gegen die was tun. Oh, wenn der Waffenschmied mit Polen endet, warte mal. In 6 Jahren. In 6 Jahren endet der. Och nee, bitte nicht schon wieder. Doch gar nicht. Bis zurück. Bis zurück. Mal ganz kurz weg.
microphone muted. So, sorry, hat länger gedauert. Okay, ich bin wieder da. Hallo. Hi. Hi, du bist beim Franzosen noch in die Koalition rein. Beim Franzosen? Hat er eine Koalition? Ja, eine kleine. Könntest du mit rein? Ich hab keine Chance gegen die beiden. Also, ich kann mit reinkommen, aber nur wenn wir mehr Leute reinkriegen. Ich und du, das können wir vergessen. Ich hab's leider nur gerade gesehen, sonst wäre ich auch mit reingegangen. Aber ich hab nicht genug. Ich hab den 4%. Hab ich nämlich da, wo er. Ich hab's nämlich. Was hat er denn annektiert, dass er auf einmal so viel? Das hat er, glaube ich, schon länger. Aber ich hab's. Mir ist gerade aufgefallen, weil er sich drüber beschwert hat, dass er so viel da ist. Ja, der beschwert sich alle 2 Minuten über irgendwas. Ich hab mal gehört, dass wir euch wie eine. Keine Ahnung, mit Häufi habe ich nicht so viel am Hut. Ich will eigentlich, dass mein scheiß Herrscher stirbt. Oh,
Ich habe Iron Dust schon bekommen. Steam-Nachricht gelesen. Steam? Ja, habe ich gelesen. Ja, wie gesagt, ich kläre das heute nicht. Ja, okay. Aber hast du halt nur gesagt, on-screen nicht. Deswegen. Eine Sekunde, Leute. Die Hauptstadt. Jetzt freu dich. Nein, was? Glaube ich eine Entscheidung oder so. Sie... Ja, okay. Wie sie da kommen. Schon wieder sind alle Spieler hier drin. Ja, ja. Ich wurde gezogen, ich kann das. Also Litauen fragt um Militärzugang, weil sie im Krieg mit England, Schottland und Brandenburg sind. Ach, lassen sie mal durchs Land laufen, ne? Läuft Calais gleich besetzt. Ich geh mal zu den. Wir sind alle hier. Die Lilo und Dachkarton. Die waren doch. Welche Länder? Ja, Schweden und Russland. Schweden und Russland. Also, mal gucken, wie es im Osten ist. Schweden und Moskau, Entschuldigung. Also, originale Sowjetunion. Also, ich kann's dir schon sagen, Sepp. Osten regt sich grad auf, das ist wieder nur geil. Ich beende trotzdem meinen Satz. Hallo. Er ist schon weg. Der will sich deine Complaints nicht anhören. Ja, Moskau beschwert sich ganze Zeit, dass ich nur geil belager. Ja. Und das passiert, er soll sich erstmal beschweren, warum man nicht Novgorod belagert. Genau. Ja, wäre glaube ich die bessere Frage. Also wenn es so weitergeht, habe ich bald mit einem Österreicher so hier an der Grenze. Die gehen jetzt alle zu Moskau und beschweren sich bei denen. Nein, das will ich jetzt auch nicht. Theorie des Krim, oder? Ja, genau. Nee. Darauf habe ich keinen Bock. Verstehe nicht. Hä? Kann ich auch nicht verstehen, warum hast du darauf keinen Bock? Naja, ich will noch die ganze Welt als Freunde haben, nicht die ganze Welt gegen mich. Ja, wieso nicht? Also mir persönlich würde es nicht so ausmachen. Du würdest es feiern, wenn du Staatsherr Nummer 1 in Russland wärst. Naja. Normal. Wäre sogar ein Ehrentitel für dich, ja? Moskau, ich komme. Ich höre jetzt schon das Rumgeschrei von dem. Warte, ich muss jetzt mal gucken, ob sich der jetzt beschwert. Bitte nimm's auf, danke. Schneid ich dann rein. Dax, jetzt sollen wir runter. Ja. Verlass mich alle. Ich bin noch hier. Sehr gut. Aber du musstest wahrscheinlich jetzt sehr viel Geld machen, oder? Nee. Nicht? Korruption. Inflation. Also momentan habe ich wirtschaftlich Downphase. Ich habe halt viel Land, aber das meiste davon gehört mir nicht. Ja, ich habe gerade ein Wirtschaftswunder, wenn man das so nennen darf.
Polens Existenz ist bald beendet. In 3 Jahren gibt's wieder Krieg. Ja, ich glaube, da wird noch Polen existieren. Außer wenn Brandenburg hier annektiert. Mal gucken. Brandenburg ist gerade in Litauen am Wüten. Okay. So, Delhi werde ich jetzt erstmal noch nicht erobern. Wenn dann doch zu viel AE. Naja, ich geh jetzt mit den Asiaten mal. Tja, da war er alleine. Das wäre sehr, sehr nett. Und ich hatte eine ganz schöne Zeit lang keine Armee damit auf ihrem Wort. Jetzt schon wieder Buddy hier, gibt's ihn nicht. Ja, ich hab keinen Bock, alleine irgendwo in der Channel zu sitzen. Ja. So, nach dem Krieg habe ich wahrscheinlich meine Expansion in Richtung Osten beendet. Brandenburg, brauchst du noch Geld? Dann? Nö. Ah, gut, ich kann den Frieden schon machen und ich krieg keine Koalition. Ah, nee, wenn ich mir noch Geld hole von Litauen, dann müsst ihr noch ein bisschen weiter belagern. Die eine Festung da oben vielleicht noch, dann können wir Frieden machen. Du kannst kurz aus dem Spiel rausgehen. Ja, du kannst ja gleich wieder. Du kannst auch drinnen bleiben und warten. Ich weiß nicht, wie lange du weg musst. Nein, ich muss einmal aus dem Spiel raus. Okay. Dann geh halt gerade raus. Okay. User joined your channel. Guten Tag. Alles ja, gut. Ja. Einfach, es geht gleich weiter. Wisst ihr, ob der Engländer eine KI-Einstellung gemacht hat? Ich hab an Moskau, wie weit ist der Krieg? Stimmt nicht. Also ich hab den Haken rausgenommen. England ist raus. Ist gleich voll. Nein, ich meine für England dann, weil. Achso, weiß ich nicht, was der für Einstellungen gemacht hat. Oder ob er Einstellungen gemacht hat. Das sieht ein bisschen nach Standard. Cool, ich glaube, das sollte ich nicht sehen. Wenn nicht, dann warte, dann mache ich jetzt noch schnell Frieden und dann. Ja, passt. Aber ich tue mal. So. Expansion wirst du in Richtung Osten beendet. Jetzt wird nur noch das Reich geeint und dann kommt die hässliche Deutschlandfarbe. Das kannst du versuchen. Nein, ich werde Deutschland. Das ist nur für Preußen. Ja, natürlich wirst du Preußen gründen. Ne, ich bleibe bei Preußen. War auch das Bessere, weil das ist auch die hübschere Farbe anstatt diesem Krebs. Ja, ich weiß. Krebs. Gegen dieses Krebs. Von du willst du noch Krebs haben? Nein, das muss er noch dreimal sagen. So. Hallo. Wieder. Ich bin aber jetzt dann auch wieder weg. Ah, endlich kann ich umstellen. Jetzt kriege ich mal wieder gescheit Anzahl an Militärpunkten. Ah, das ist okay. Alles kacke. Na, okay. Aber nicht hier in Tod stellen, England. Ja, ich setze nicht da. Tschüss, danke fürs Mitmachen. Wer ist jetzt gegangen? England. England ist jetzt gegangen. Ich muss dann auch. Moment, ja. Mal gucken, was die KI macht. Ja. Kommunisieren. Hallo, Schießlauf. Wahrscheinlich, ja. Oder ja, jetzt schon. Ja. Müssen wir warten, bis ich Militärtech 8 habe. Oder England greift Schweden an. Das wäre halt. Ja, warten wir mal. Ja, irgendwie lustig. Und bis ich genug Manpower. Also ganz ehrlich, nach der KI-Logik würde sie stark genug sein. Ich glaube nicht, dass Engländer Schweden angreift. Glaube ich auch nicht. Nein, wenn dann Dänemark. Dänemark könnte ich mir vorstellen. Die KI, ja. KI macht das nicht. Ich meine, weil Schweden eine Insel da hat. Ja, aber Norwegen wäre wahrscheinlich für England interessanter. Von der KI her. Norwegen, ja? Die wird eh jetzt mit Schottland integrieren und so beschäftigt sein. Warte mal ab. Ja, gar nicht mehr hin.
Ist halt leider eine Mark. Was? Schottland. Ja, das war ja Absicht. Was? Du kannst es ja diplomatisch vereinigen, dafür reicht die Mark. Ja, das stimmt. Aber wenn das nicht hätte... Diplomatisch geht das ja nicht mehr. Doch, geht. Nein, du brauchst... England darf nicht so viele Provinzen haben. Schottland. Er hat nachgeguckt, ja. Hat gesagt, es geht. Also die Entscheidung normalerweise... Ich weiß doch die Entscheidung. Er darf nicht mehr als 45 haben und er hat mehr als 45. Er darf... Wer der Engländer hat keinen, nicht mehr als 45 Provinzen. Er darf maximal nur 3 Provinzen von Irland nehmen. Also er darf... Ich kenne ja ihr England. Okay. Das ist schon zu viel. Und ja, das kann ja sein. Und Schottland darf nur 15 Provinzen haben, soweit ich weiß. Und Schottland hat mehr als 15 Provinzen, willst du mir gerade verklickern? Nein, aber England hat so viele Provinzen. Oh, mit das England nee, nicht, die kriegen müssen Jünger nicht so raus. Laut Country has mindestens 10 ist kein Untertan oder ein Tributstaat, ist nicht im Krieg, keine Normanden, hat Legitimität. Wenn das Land England ist, dann darf Schottland als ist ein Vasall oder in einer Personalunion unter England darf. Und muss weniger als 15 Provinzen besitzen. Und für den Fall, dass es Schottland ist, das darf England nur weniger als 41 besitzen. Ja, 41, genau. Und ja, das geht, wenn Schottland das vereinen will. Ach, Schottland? Nee, aber England ist England. Dasselbe. Weiß ich. Nein, 15 Provinzen. Und Schottland dürfte weniger haben. Nein, aber England darf nur eine gewisse Menge haben. Nein. Es steht für den Fall, dass wenn... das Land Schottland ist, dann darf England ist ein Vasall oder eine Personalunion. Seid ihr immer noch so am diskutieren? Ist doch scheißegal. 41 Provinzen. Keiner von euch spielt England. Hast du total recht. Ja. Ausdiskutiert werden. Was? So, Aragorn, beweg dich. Das ist der KI. Oh ja. Yeah. Okay, wie komme ich zu? Ich habe gerade hier England does have less than 41 cities. Bitte. Oh, das wird mir zu blöd, ich gehe auch. Ach ja. Your channel. User left your channel. User left your channel. Jetzt alle. Keine Ahnung. Nach unten gegangen. Ist doch egal. Ja. Unser hübsches Ehepaar, die müssen doch zusammen bleiben. Wenn einer weggeht, dann kommt der nächste mit. Kann man in dem Spiel keine Manpower oder Freiwillige schicken? Du kannst Freiwillige schicken. Condottieri nennt sich das. Ja. Wurscht welche. Russland, was alles noch haben will, aber nichts gibt. Dann, wie weit ist das Kriegs? Ist schon soweit. Wir wollen gleich das zweite Dings, machen. Wie heißt es hier? Schweden? Wollen wir ein Bündnis machen? Ja. Dann können wir zusammen Dänemark bald angreifen. Ich muss nur kurz vorher Sachsen-Lauenburg erobern. Wir haben eh noch den 3-Sterne-General. Ja, ich habe jetzt aber einen 2-Sterne-General, der 5 Nahkampf hat. Und ja, die haben, aber der hat jetzt 6-6. Der hat 6-6-3-2 immer noch. Also... Yes, yes. Wenn du die Schiffe klatschen kannst, dann kümmere ich mich drum. Weil ich habe nämlich gleich Moral plus 20% durch meine Landesideen. Das dauert nicht mehr lange. Die Navy sollte ich klatschen können, ja. Ja, tschüss. Weil dann lass mich noch kurz Sachsen-Lauenburg erobern und dann kümmere ich mich um Dänemark und ihr kümmert euch um den Rest. Was ist denn los? Kennt ihr das Spiel, das Timurinreich? Was ist das hier? Ja, dann können wir Novgorod ja direkt angreifen, ne? Wenn es so ist, ja, ich hab Kriegsgewehr jetzt eigentlich soweit. Militärtech bin ich auch 8. Okay, dann greifen wir Novgorod direkt an. Okay. Wenn, dann wird Schweden doch den Krieg erklären. Ja. Schweden hat auch Ansprüche da. Gut. Ja, Kareliad. Ich muss gerade mal kurz auf die aggressive Expansionskarte gucken. Und die sieht doch mal sehr schön aus. Wenn du die Spielerkarte aufmachst, alles so ganz kleine Namen und rechts und fettes Kinto. Ist halt echt so. So, Litauen hasst mich gut. So,
muss ich kurz wechseln, überhaupt den Krieg erklären. Okay. Ich kann den Krieg erklären. Warum hat der Engländer nicht ange... Ah, der kommt da nicht hin, deswegen. Nein, Sachsen-Lauenburg, ich möchte kein Bündnis mit dir. Sehr schön. So, die hier als nächstes geklatscht. Reden? Ja. Hast du 50 Dukaten? Ja. Besten Mann 75, weil dann kann ich die zweite Armee ausheben. Nicht. Leider. Okay. Sepp? Ja? So 25 Dukaten? Nein, gerade eben okay. Nicht. Ja. Ich bin gerade im Krieg. Oh. Ach nix. Warte ich halt noch einen Monat. Oh, danke. Optimal. Das Template passt so. Der 3-Sterne-General ist tot. Na, okay. Perfektes Timing. Na gut, ihr könnt es ja so machen, ihr greift ja schon mal an und dann ruft ihr mich nachher einfach hinzu, wenn ich mit meinem Krieg hier fertig bin. Jo. Wichtig ist nur, dass Holstein zurück ins Reich kommt. Ja, das ist ja der ganze Sinn der Sache. Holstein und Schleswig, bitte, nach dem Reich hinzu. Moskau, kannst du dich im Novgorod allein kümmern, dann kann ich... Und Patrick, es wäre nicht gut, dass wir Rivalen sind, weil jetzt kann ich die Provinzen nicht ja, im Reich hinzufügen. Ich muss nur noch die zweite Armee her und ich, dann... Ich, bin im Krieg, ich kann dich als Rivalen jetzt nicht entfernen. Ja, nee... Also muss denn so die Osmanen auswählen? Nee, ich meine jetzt nur so generell, also... Aber Holstein ist ja im Reich. Hauptsache, es kommt zurück. Und die eine Provinz ist jetzt auch unwichtig. Ja, es geht ja nicht um die eine Provinz Schleswig, sondern es geht um den ganzen deutschen Orden. Ja, das machen wir bei Gelegenheit. Wenn der Kaiser stirbt, habe ich genug Autorität. Gut. Ich hab nicht mehr, dauert nicht mehr lange, dann hab ich... Deine KI hat das Bündnis mit mir gebrochen und hasst mich. Deswegen hab ich gesagt, bleib drin. Ja, du auch, einfach was war denn KI? Auf Gott klatschen muss. Warum sollte hier, also Falleron, ich bin zum Beispiel, würde auf der anderen Seite kämpfen als deiner Idee. Redest du? Ja, mit dem Zuschauer. Kintor. Ja, auch noch. Die Speed. Ah. Ja. Weil, der will den Osman hinter den Bosporus zurückdrücken. Ja, aber dann kämpfe ich. Ja, nee, vergiss es, Zuschauer wollen das. Aber ich kämpfe ja für dich, nicht gegen dich. Weil das gegen mich kämpfe. Ja. Es verbessert mal die Beziehung wieder mit mir. Bei mir bist du sogar bei plus 27. Und du magst mich. Muss dringend das Bündnis mit Spanien beenden.
Herr Jagd auf jeden Fall ein bisschen Geld gegeben. Sehr schön. Oh, ich habe ja noch Krieg, ich bin ganz vergessen. Ach, 3 Jahre noch, dann darf ich endlich meine Armee vergrößern. Moskau? Ja. Wer ist mit Krieg? Krieg? Immer wieder gerne. Wer erklärt ihn jetzt? Du? Ich würde erstmal meine Armee wieder finanzieren und gucken, dass die Moral aufgeladen ist, bevor ich in den Krieg überschwebe. Weiß. Ja, ich auch. Das ist jetzt, Hast du keine Manpower mehr oder wieso ist deine Armee unvollständig? Die wurde transportiert über die See. Ah, okay. Gut, ich hab's gerade gesehen. Ja. Ach. Lass mich durch. Jetzt, der Osmaner muss Serbien nicht angreifen, weil es der Vasall von Serbien ist. Also, der Vasall ist der Wilder. Serbien ist der Vasall vom Osmanen. So. Jetzt habe ich gehört, jetzt müssen wir hier erstmal diesen ganzen ekelhaften Kram von denen klatschen. Nein, nicht schon wieder der gute Befehlshaber. Frechheit. Genau, das ist ultra frech. Unverschämtheit. Immer die guten Befehlshaber verrecken. Naja. Können die nicht einfach mal so lange leben wie der Drei-Sterne-General? Verschämt. Die Drei-Sterne-General? Ja, die Lebensdauer der Generäle wird uninteressant, sobald du über 80 Armeetraditionen hast und eigentlich nur noch gute Generäle bekommst. Das musst du aber erstmal schaffen, wenn du nicht 24-7 Dauerkrieg führst. Ja. Ja. Das also, wenn man 24-7 Krieg führt, bekommt man gute Armeetraditionen, weißt du? Ja, nicht durch, also indem du Schlachten gewinnst. Also, bist du bereit? Die Moral ist fast aufgeladen, aber ja. Sonst wäre ich bereit. Fährst du den Krieg oder wie machen wir? Wenn du bereit bist, erkläre ich den Krieg, wenn ich bereit bin. Na, und setzt das Hackerl bei Dänemark. Lübeck verbündet. Und bei Dänemark das Haarkonzert, okay. Harry ist gestorben. Ja, meine englische Frau ist tot. Okay, wie kann ich Polen? Polen wird erstmal beleidigt. Bei Dänemark den Haken setzen, richtig? Bei Dänemark den Haken setzen? Was ist das Gelbe im Osmanen? Ja? Ja, das sind die Belagerungen von denen. Achso. Wenn ich bei Odoce einen Haken setze, werden die Provinzen günstiger, oder die sind nämlich mit keinem verbündet. Ja. War ich bei beiden Haken. So, ich wäre bereit. Warte, ich muss noch kurz. Ich hol mir nochmal 2x Artillerie, warte. Na. Ah.
noch was von mir besetzt? Nö. Ja, ich habe das schon gehört mit dem Sturm. Ja, deswegen muss ich auch in den Garten. Gibt's aber auch in Österreich tatsächlich den. Ja. Ich weiß nicht, dass der so groß wird. Na gut. Oh nein. Juhu! Komm, wir jetzt hier. Was ist passiert? Ich hoffe, bist du bereit. Ich hab dir mein Reformationszentrum auch weggehauen, Österreich. Jetzt im Norden, das kann ich gut im Reich redeln. Gern geschehen. Hoffe, bist du bereit? Ich wäre im Krieg. Ah, ich muss kurz, warte. Wo ist er? Da. Warum eine Pause? Ja. Das sieht aber auch. Frankreich ist auch protestantisch. Ich überlege, ob ich jetzt auch wechsle. Ich kann ja. Aber das jetzt zu wechseln ist. Totalen Krieg oder eine Atemregel muss noch fertig. Eine Atemregel muss noch. Warum wollen die durch? Ich habe eine Flotte hin, die fährt im Ärmelkanal rum, das sind Handelsschiffe. Und das war's auch schon. Mehr schreibe ich nicht. Angriff, Leute! 5. Februar 99 müssen wir warten. Soll ich den Sepp dann nicht auch gleich mit reinrufen? Nein, ich muss erst nach Sachsen-Lauenburg erobern, damit ich eine Grenze zu Dänemark habe. Das dauert aber nicht lange, ich bin schon dabei. Also ist mir einfach nicht Dänemark mit Verbündeten rein, wo ist Friesland an? Ja, Friesland. Es ist jetzt verlaufen. Ich sehe es schon kommen, es wird nix hier. Wir können es ja so machen, ihr greift Novgorod an, zusammen, und dann greife ich Dänemark so, alleine an. Und dann passt's. Was haltet ihr davon? Okay, nee, das wird schon alles, das wird schon. 5. Februar, der Krieg geht los. 5. Februar. Okay, ich habe jetzt Frieden. Ich habe jetzt eine Grenze zu Dänemark. Soll ich den Krieg erklären? Ja, wenn, dann muss der Schwede den Krieg erklären, ansonsten könnt ihr mich nicht dazu rufen. Aber ich wäre bereit. Aber der Schwede, das soll dann bei Oddjöf die das Hakel mitsetzen. Ja, schon klar, ich bin ganz blöd um. Okay. Was das Zentrum angeht, ist es egal, weil das französische Zentrum auch direkt an meiner Grenze ist. Okay, da sind gleich Rebellen, die aufploppen werden.
Das ist gut. Oh, ich hab gleich Rebellen in meinem Land. Nur kurz ein bisschen Autonomie hochkloppen. Sehr schön. Ja, denk aber, Patrick, an die Staaten. Ja, ich kann mir eh nicht viel nehmen, sonst habe ich zu viel AE. Okay. Nein, wir von dem Brandenburg habe ich keine Angst. Das heißt, ich in Zukunft Franzosen klatschen? Vielleicht. Mal gucken. Drohnen. Es fehlt ein Kurfürst. Halt! Wie ist das passiert? Wer ist denn jetzt weg? Keine Ahnung. Braunschweig ist weg. Ja, die wurden von Werden erobert. Versuchst du einfach mit Würzburg? Habe ich gerade gemacht. Kannst du bitte Bayern beleidigen? Ich? Ja. Wieso? Weil die sich sonst wählen. Doch zum Kotzen, wenn wir angreifen. Jetzt vielleicht auch mal hin. Ich muss los. Auf gerodische Krieg. Ich muss los. Na, meine Freunde in Europa, ich bin jetzt so gut wie ihr. Wow. Wer ist jetzt gejoint? Ja, wer denn wohl? Moride. Ja. Oh nee, nicht der. Ja, was ich weiß. Das war vorhin, ich musste hier hin. Der bedroht mich. Hä? Wer? Hä? Bedroht dich? Oh, bedroh ich dich? Bist du ein Nogai? Das ist eine Bedrohung genug. Ja, ich bin der No-Guy und? Du kannst nicht nach Indien gehen. Mach ich ja auch. Keine Sorge. Dann geh nach Osten. Du kannst doch dann einen Weg nach Osten machen. Nicht weiter. Keine nach Sorge, Norden. Ich gehe Westen, Süden, Norden und Osten zusammen. Nee, du gehst nur nach Osten. Nur nach Osten. Nicht nach Nordosten, nur nach Osten. Wieso sollte er das tun? Weil der Norden und der Westen mir gehören. Also er gehört der KI. Also ich kann dich auch morgen gleich besuchen kommen. Lass das mit Spielern. Ich hab gerade andere Probleme. Dann solltest du dir vielleicht weitere draufschaufeln und allen Leuten mit Drohnen hier. Das ist alles meins. Ja, also meins. Du bist nämlich der schwache Mann in der Runde. Der Abstand. Also so viel wie du beanspruchst, würde es mich nicht bald wundern, wenn du einen riesengroßen Krieg mit Spielern hast. Ja, was ist jetzt mit Krieg? Wofür? Der Anspruch ist weg. Der Anspruch ist weg. Oh. Ich kann Dänemark den Krieg erklären. Ja, ich bin wieder Großmacht Nummer 1. Perfekt. Sigurd Königsberg. Ja, wenn ich ein Bündnis mit Sepp mache, kann ich doch den Novgorod den Krieg erklären, oder nicht? Ja, ich werde aber kein Bündnis mit Moskau machen.
Ja, aber dann kann ich dich mit reinrufen. Ja, nee, ich mag aber kein Bündnis mit dir haben. Warum? Weil du fucking Moskau bist und alle Ampel willst. Ja, das ist nur wegen Krieg. Das hat ja nichts mit Bündnis zu tun, sondern einfach nur wegen, ja, wegen trotzdem, dem Spiel. Nein. Ich hab kein Bündnis mit dir. Ich erkläre jetzt Dänemark den Krieg und ruf euch beide rein und auch Novgorod, Alter. Ei, ei. Goldenes Verhalt, Alter. Novgorod ist nicht mit dem Krieg. Ich hab Novgorod. Ich krieg so oder so eine Randall-Autorität und das Reich wird eh zerschlagen, von daher ist das nicht so wichtig. Oh, das Spiel hat eine Ewigkeit hinterhergelegt. Ich hab nicht mit der Lübschen Flotte gerechnet. Okay. Ich wusste nicht, dass Lübeck 20 Schiffe hat, Mann. Glück habe ich meine Flotte im Hafen. Na, meine Flotte hat ja auch eine Handelsschiffe. Ah, übergestiegen. Ah, die Runde läuft ganz gut. Finde ich. Sehr, sehr schön, wir haben 1500, das gefällt mir. Oh ne, das gefällt mir überhaupt nicht. Wir sind oben, das ist Neues. Wo ist das denn gespawnt? Noch ist gar nichts gespawnt. Noch ist gar nichts gespawnt. Doch, in England können wir denn nicht mal. Ach da, doch. Ja und? Glückspilz. Okay, nach dem Krieg muss ich erstmal eine Zeit lang Frieden halten. Ich hatte auch eben eine dringende Friedenspause nötig. Nach dem Litauenfeldzug. Weil ich fahre dann nachher nochmal in Mailand. Genua hat Mailand erobert. Zumindest einen großen Teil davon. Ja. Was geht wieder bei mir los? Was geht wieder los? Okay, ich muss mein Template ändern. So gut. Oh, da. Ah. Jetzt ist da die Revolte. Mist. Na ja, gut, dann fest. Sind die in 1000er Stacks wieder bei meinem Laden drüben. So, ich bring grad mehr Artillerie an die Front. Echt, du auch? Ja, damit ich schneller belagern kann. Und danach muss ich mich um die Rebellen in Danzig kümmern. Ich
Lübeck erobert hat. Schweden, du kannst dann Lübeck bald rauspießen. Und dann, die Probleme auch nicht mehr. Aber ich mag Lübeck nicht haben. Das muss ich in einem anderen Krieg erobern. Okay. Ich habe nicht genügend Atmenpunkte. So, Lübeck wurde belagert. Jetzt müsstest du ja eigentlich mit einem White Piece rausbekommen. Nee, wollt die nicht. Naja, dann müssen wir kurz warten. Okay, Königsberg ist nicht zu ziehen. Ah, jetzt können wir die angucken. Jetzt sind sie weg. Okay, zuerst die Rebellen und danach die Armee von Dänemark. Oh. Jetzt wollen sie. Sehr schön. Jetzt müsstest du auch die Seehoheit haben, oder? Da ist noch ein Aufgebot, aber die Aufgebot... Aaron? Ja? Ich muss ja immer alle Leute rivalisieren, die ich kann, ja? Ja, mach ruhig. Okay, ich wollte es nochmal sagen. Aber nicht freiwillig. Ui. Das ist doch. Ui. Was? Ui? Das ist mal ein bisschen viel. So, jetzt weglaufen. Ach. Dann warten wir ein bisschen. Das Zentrum, da ist doch ein Zug in der Nähe, oder? Ah, Mann! Ja, sehr schön. Warum sind alle Provinzen Juniorpartner? Das ist so nie wahr. Hoffe. Ja. Es ist möglich, ein Separatfliesen mit Otjev oder so wie das heißt zu machen. Wieso denn? Damit ich die zwei Provinzen bekomme. Ganz annektieren kann ich sie nicht. Ja, kannst du doch. Klappt nicht. Nicht. Dann gib mir einfach Odojev, also die Hauptstadtprovinz. Oder kannst du die nicht filmen? Das muss dann dauert nur noch ein bisschen, das dauert nur noch zwei Ticks oder so. Kannst du dir nicht so einen Vasallen für mich machen? Ich glaube, der Schwede sollte sich erstmal auf den Krieg konzentrieren, bevor er hier über irgendwelche Friedensverhandlungen macht. Ja, ja. Und sein Land entlagern. Thüringen. Was hat Thüringen denn? Oh ja. Gut, ich brauch die Admin. Ah!
Die. Na, der Gönns spielen. Das ist gut. Wenn ich die Festung belagert habe, dann zerstöre ich den Rest der Dänen. Schweden kümmere du dich lieber um Norwegen. Und die Dänen kümmere ich mich. Der Timurin ist voll fett geworden. Ja. Er hat Übergewicht. Ich doch. Das tut bei niemandem das auch. Heißt ja nicht, dass ich das ja nicht gut finde, wenn die Liebe zu dir. Die blaue Haare hat mir noch eine Kühlung. Ich? Ja. Ja. Und irgendwie hat die eine Art, irgendwie hat die gerade Krieg gegenüber. Rudi, wieso greifst du eigentlich das Mamelukenreich nicht wieder an? Ja, was denkst du, was ich gerade vorhabe? Ich müsste gerade der Krim helfen, weil die Rebellen hatten. Achso. Dann will ich nichts gesagt haben. Also nicht wahr. Alles klar. Ich glaube, dann greife ich aber wieder. Mit Nogal? Und sich die mit Nogal. Was interessiert dich Nogal? Ja, aus dem Grund, weil Mamluken sind mit dem Irak, Karaman, Tunesien und ein Ayyub Schiedmichtotland verbündet. Und Karaman ist mit Nogal verbündet. Also mit Mamluken halt. Also damit müsste ich theoretisch gegen weniger kämpfen. User was moved. Ja, bitte. Hallo. Wir machen jetzt mal eine kurze Pause, bitte. Vor allem von Ja, die Macht hat dies zu tun. Ich war gemutet. Leute, wir machen mal eine kurze Pause, bitte. Okay. Das geht aber heute. Wir machen jetzt bis um 45 Minuten. Ja. Ja, bis 45 Minuten. Ja. Okay. Auskommt oder was? Gut, also der Stream geht dann später weiter.